die alten Hasen, die kennen das normalerweise. Im Regelfall beginnen wir immer um 18.55 Uhr. Jetzt ist es schon nach 7. Wir sind in neue Räumlichkeiten umgezogen, vielleicht ist das Klima. Aber nein, es war die Technik, die ein bisschen Probleme bereitet am Anfang, aber nun können wir auch starten mit unserer heutigen Veranstaltung. Gibt es Schwerhörige unter uns, die die Induktionsschleife benötigen? Wir hätten Mikrofonanlagen da, sehe aber, da rührt sich nichts. Wunderbar, dann können wir jetzt auch starten. So, und für die...
Und dann bleibt nichts anderes übrig, als die Veranstaltung zu eröffnen. Die Teilnehmer, die hier oben schon sitzen, die brauche ich gar nicht vorstellen. Die Vorstellungsvideos sind ja schon über das Internet verbreitet worden. Und wie alle auch sehen können, ist noch ein Platz frei und der ist wie immer für einen Teilnehmer aus dem Publikum gedacht, am liebsten natürlich auch ein Vertreter der jungen Generation. Ja? Ja, du bist doch nur wegen der Cola nach vorne gekommen, oder? Hast du das schon gemacht, oder? Nee, ich bleib am Wasser. Okay, wunderbar, super, jetzt haben wir relativ schnell jemanden gefunden. Sicherlich, also der eine oder andere kennt ihn vielleicht, der eine oder andere nicht, deswegen würde ich dich doch bitten, dich an der Seite kurz vorzustellen. Mein Name ist Patrick Bauer, ich bin 32 Jahre alt, meine Eltern sind taub. Ich bin Fachinformatiker von Beruf, habe viel Erfahrung in Vereinsarbeit und bin auch Mitglied bei der VGKU und freue mich natürlich sehr auf die Veranstaltung heute und freue mich auch sehr auf diese Diskussion. So, noch eine weitere Bitte. Während der Diskussion keine Wortbeiträge, denn wir haben am Ende unserer Diskussion noch genug Zeit, so ungefähr 20, 25 Minuten, um noch Fragen aus dem Publikum zuzulassen. Von daher, das Einzige, was natürlich erlaubt ist, sind nochmal Verständnisfragen. Also wenn jemand etwas nicht verstanden hat, etwas nicht gesehen hat, dann natürlich sehr gerne. Und damit würden wir dann jetzt unsere heutige Veranstaltung auch offiziell starten. Wir müssen es ein bisschen heller machen, oben an die Technik, ein bisschen mehr Licht, kam gerade der Hinweis aus dem Publikum. Wunderbar, vielen Dank. So, ihr habt ja gerade auch den Film von Sandro gesehen. Er sagte, er ist eigentlich sehr engagiert, möchte ganz viel tun, aber die junge Generation steht da nicht so hinter. Er kann die Leute nicht dazu bringen, mitzumachen. Die jungen Leute sagen, oh, mir geht's doch gut, sagen, warum soll ich mich engagieren, wofür soll ich das Ganze denn machen? Und da frage ich mich natürlich, ist die Gesellschaft heutzutage einfach so, dass sie sich nicht mehr einbringen möchte? Was denkt ihr darüber? Wie ist das? Man kennt das ja, also ich persönlich kenne das auch von früher, dass es ganz, ganz wichtig war, sich im Verein zu engagieren, im Verein mitzumachen. Das scheint heute in der Jugend nicht mehr so zu sein. Stefan? Ja, also ich zum Beispiel, ich habe mal noch eine Verständnisfrage. Also die Gebärde für Revolution kannte ich jetzt gar nicht. Also ich weiß gar nicht, mir war jetzt nicht ganz klar, ob es da einen Verein gibt, der so heißt, aber okay, das ist so, also ich kenne die Gebärde noch so für Revolution. Aber ist das eine Facebook-Seite oder was ist das? Ja, er hat da auf Facebook Aktionen. Okay, und da wirbt er dann und das hat nicht funktioniert. Okay, gut, ja, dann bin ich da auf jeden Fall jetzt auch wieder gut Informationen und ich kann mir vielleicht vorstellen, dass dieses Zwischenmenschliche auch fehlt. Wenn man alles über Computer macht, über Bildschirme, kann ich mir vorstellen, dass es schon schwierig ist, mit dieser Strategie Leute zu erreichen. Es ist ja auch so, dass die jungen Leute immer mehr auf sich selbst gucken, wenn vor allem auf Facebook mal was Falsches sagt, dann bekommt man sofort einen Shitstorm und da haben auch viele Angst davor, eben sich dann auch öffentlich da ihre eigene Meinung kundzutun. Viele junge Leute gucken eben mehr auf sich selbst. Natürlich fehlt auch da die Erfahrung. Natürlich, weil sie eben jung sind, haben sie nicht so viel Erfahrung und trauen sich dann auch nicht so in die Öffentlichkeit zu stellen. Ich sehe das auch so, der Mut, die Erfahrung und auch so ein bisschen der Wille, sich da verantwortlich zu machen, der fehlt einfach. Ich glaube, da könnte man schon viel ausprobieren und auch schaffen, aber die Angst vor dieser Kritik ist eben nun mal da und dann wird auch ganz oft, ja, sag ich mal, die Tätigkeit sofort niedergelegt, weil das dann als
ja, nicht gut gesehen wird. Viele ja, Punkte sind halt auch so, dass das so schnell im Internet einfach ist. Es ist so, viele Jugendliche spielen viel PlayStation zum Beispiel, wollen nicht ihre eigene Zeit opfern. Viele denken auch, ja, die Älteren, die machen das schon für uns, so, ich muss mich doch gar nicht involvieren. Ich glaube, der Zeitpunkt vielleicht, wenn diese Jugend eben auch dann selbst Kinder bekommt, dass dann erst der Gedanke kommt, ach, vielleicht sollte ich doch mal mich engagieren. Ich glaube, in dem Zeitraum ist eben Sport oder, ich sag ja schon, PlayStation und so, einfach viel wichtiger, als sich einzusetzen. Also ich persönlich sehe das ein bisschen anders. Ich kenne die Seite von Sandro, ich habe sie auch auf Facebook verfolgt. Allerdings ist mir sein Ziel noch nicht so wirklich klar. Sein Konzept ist nicht so ganz transparent. Ich weiß gar nicht, was er genau erreichen möchte. Und vor allen Dingen auch, welche Zielgruppe möchte er ansprechen? Also möchte er einfach die Gebärdensprache bekannter machen? Ist es sein Ziel, Barrieren abzubauen? Mir ist also bis heute noch nicht so wirklich klar, was möchte Sandro erreichen? Wofür möchte er sich tatsächlich engagieren? So wie Kevin gerade sagte, die Jugend ja, spielt PlayStation. Ich sag mal, es ist halt ein Ziel, vielleicht bei irgendwelchen Spielen besser zu werden zum Beispiel. Und das ist dann ganz klar. Und dieses Konzept, was Sandro da gerade, von dem er gerade sprach, das ist mir nicht so ganz klar. Ja, genau, das fand ich auch, ja, dass das nicht ersichtlich war. Ja, und sagtest du ja gerade, Jan, dass die Gesellschaft, also die Jugend heutzutage sowieso generell nicht so engagiert ist. Also ich selber bin im Verein tätig und habe einfach gesehen, dass die Strukturen auch teilweise total veraltet sind. Dass so eine Mitgliederverwaltung zum Beispiel nicht auf dem Stand des 21. Jahrhunderts ist oder dass so Mitgliedszahlungen teilweise gar nicht über Lastschriftverfahren eingezogen werden. Und ich sehe gerade diese veralterten Strukturen in den Vereinen auch ganz oft dafür verantwortlich. Und naja gut, ich meine, Informationen fehlen natürlich bei den Menschen, aber einige sind sich auch einfach zu bequem, um da sich zu engagieren. Da gibt es dann auch diese andere Gruppierung, WWU, wir brauchen Untertitel, da ist mir das zum Beispiel ganz klar, das Konzept, wofür sie kämpfen, die sind für mich einfach greifbarer. Das ist mir einfach klarer, was zu machen. Momentan ist es sehr ruhig geworden, die Gruppe. Möglicherweise haben die einzelnen Gruppenmitglieder da vielleicht auch wenig Zeit, das weiß ich nicht genau. Und das ist natürlich ein bisschen schade, dass da die Motivation scheinbar ein bisschen nachgelassen hat, aber genau das Gleiche lässt sich auch auf Vereine übertragen. Wenn man nicht diese Leaderfiguren hat, die engagiert dabei sind, dann haben wir einfach das Problem, dass das ganz schnell einschlafen kann. Und das, denke ich, passiert heutzutage viel schneller, als das früher der Fall war. Ich selber, wie gesagt, bin auch engagiert im Verein, habe auch ganz viel Erfahrung. Und die Generation vor mir hat mir diese Erfahrung einfach weitergegeben. Also es ist schon so, dass das Ganze mündlich weitergegeben wurde. Aber ich persönlich sehe einfach, dass heutzutage auch die Generation, die ältere Generation auch nicht mehr viel weitergeht. Das ist natürlich auch ein bisschen schade. Das sehe ich als sehr problematisch an, zum einen. Und zum anderen muss man natürlich auch den Mut haben, Sachen anzupacken, Ideen zu verkaufen. Und vor allen Dingen braucht man natürlich auch dieses Know-how, beziehungsweise muss dieses Know-how auch einfach weitergehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich finde es extrem wichtig, wenn Vorstände ihre Ämter nicht mehr weiter bekleiden, nicht mehr weitermachen, aus welchen Gründen auch immer, dass einfach dieses Wissen, was sie haben, auch an die Neuen weitergegeben wird. Der Sandro, der jetzt gerade da war, ist der alleine oder hat er ein Team hinter sich? Soweit ich weiß, macht er das alleine. Ja, so zwei, drei hat er hinter sich. Ja, ich denke, zwei, drei Personen sind immer noch ein bisschen zu wenig. Also Patrick, ich kenne dich jetzt nicht, wenn ich mir jetzt vorstelle, da sitzt jetzt jemand neben mir und es ist ja teilweise so, dass Leute nebeneinander sind, oder dass Leute sich heutzutage mehr über im elektronischen Wege kommunizieren, wie sie schreiben oder so und gar nicht mehr persönlich aufeinandertreffen und hier WhatsApp, SMS und was es nicht alles gibt.
Und früher war es halt einfach so, dass wir natürlich uns mal, dass man sich aber privat getroffen hat, persönlich einfach haptisch auch da waren und man konnte sich berühren und man stand sich gegenüber und konnte Sachen ausdiskutieren. Und ich würde halt Bequemlichkeit einfach nochmal in den Raum werfen. Es ist ja nun mal so. Früher gab es eben diese ganzen Alternativen nicht. Man musste sich selbst aktiv den Zug raussuchen, man musste sich da an der Liste durchkämpfen und mittlerweile durch die neue Technik, durch Handys, durch Smartphones ist man einfach bequem geworden. Man sucht den Weg des geringsten Widerstandes und das kriegt man ja schon auch von klein auf schon mit und das ist nun mal auch dieses Handy, das einen auch dazu verführt, eben bequem einfach zu sein und das ist auch ein Riesenproblem. Ganz kurz, das ist eine gute Anknüpfung an das nächste Video. Das ist ein Mann aus Israel, Yuval Noah Harari, ist ein Historiker und hat auch schon angemahnt, dass die Gesellschaft sich in einem großen Wandel befindet. Dass die Regierungsformen, so wie sie heutzutage vorherschen, in 2030, 2040 so nicht mehr existieren werden weltweit. Also dass es die so einfach gar nicht mehr gibt und dass diese KI, die künstliche Intelligenz, irgendwann alles für uns machen wird. Und dass wir dann irgendwann, wie Kevin es gerade sagte, bequem werden und merken, die Maschinen, die machen alles für uns. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie geht es zukünftig weiter? Ne? Das ist, wie gesagt, was Kevin gerade schon sagte, mit dem SMS-Schreiben oder auch was Stefan vorhin meinte, mit dem Zwischenmenschlichen, was fehlt. Einfach diese persönliche Ebene aufbauen, das ist das, was in 2030, 2040, so laut dem Historiker Harari, nicht mehr existieren wird. Nächste. Zweite Person, Francis, japanischen Nachnamen auf jeden Fall. Da gab es auch im ZDF eine Sendung über ihn und er sagte, dass das demokratische Leben, so wie wir das jetzt führen, zukünftig nicht mehr geben wird. Es wird also schrittweise verschwinden. Und man kennt das ja, früher hatte man so die drei großen Parteien und mittlerweile gibt es ganz, ganz viele kleinere Parteien. Es zersplittert alles schrittweise. Kevin. Jetzt bin ich kein verloren. Es ist ja so, dass wir ältere Generationen natürlich in einer ganz anderen Zeit noch aufgewachsen sind. Wir haben draußen gespielt, auf dem Spielplatz, hatten Hörende, Gehörlose, welche Behinderung man hat oder keine Behinderung. Wir sind einfach raus gewesen, haben Fußball gespielt, haben gar keinen Fahrradhelm getragen, waren irgendwann zu Hause, wenn es dunkel wurde. Und die heutige Generation, die Natives heutzutage, die werden ganz anders groß. Wie Kevin gerade schon sagte, dass man doch eher vor der Playstation sitzt, dass man sich persönlich gar nicht mehr kennenlernt. Wenn man mal Lust hat, eine Frau oder einen Mann kennenzulernen, dann macht man das alles digital und gar nicht mehr wirklich persönlich.
Und dieser Sinn von Demokratie, der ist gar nicht mehr so gegeben, wie er zu unserer Zeit noch war. Und viele sagen einfach, ja. Und Kevin sagt ja auch. Der Francis Fukuyama sagt halt, genau das ist das Problem in der heutigen Gesellschaft. Und dazu jetzt meine nächste Frage. Also ich möchte das jetzt gar nicht irgendwie hörend oder gehörlosspezifisch machen, also was wir hören, ich meine, kenne ich mich ja sowieso nicht aus. Ist den Jugendlichen überhaupt bewusst, wie es in 10 Jahren, wie die Gesellschaft in 10 Jahren aussieht? Das, was Francis Fukuyama sagt, dass alles verschwindet, dass das Ende der Demokratie haben, ist den Jugendlichen das so bewusst? Dass Verbände und Vereine in dem Zuge auch aussterben, aber wir eigentlich unser Ziel noch gar nicht erreicht haben. Also es ist ja schon so, dass wir noch ganz, ganz viele Baustellen im Bereich der Gebärdensprache haben. Wie vorhin schon angedeutet, die Vereinigung, wir brauchen Untertitel zum Beispiel, kämpfen für 100%ige Untertitel, die sind ja noch gar nicht erreicht. Aber was machen wir, wenn die Vereine und Verbände aussterben? Was ist mit der Jugend heutzutage, wenn die sich nicht mehr engagieren? Irgendwann werden Lücken und Löcher entstehen. Und wir haben ja auch 2 Jugendliche mit auf der Bühne, die vielleicht auch so denken und sagen, naja, uns ist das egal, was da passiert, uns geht's gut. Und wenn das alles schief läuft, dann müssen wir halt wieder ganz von vorne anfangen. Aber die Frage ist halt einfach, wer macht das? Mit wem macht man das, wenn es die Vereine und Verbände nicht mehr gibt, wenn es die Regierung in der Form nicht mehr gibt? Wie will die Jugend sich da engagieren? Also mit wem möchten sie sich auch engagieren? Und da sehe ich einfach, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen meiner Generation und der jetzigen Jugend, die ja oder dieses Wissen auch noch gar nicht über dieses Wissen verfügen. Ist euch bewusst, wie es in 10 Jahren aussehen wird? Andreas, also ihr könnt auch gerne wieder zusammenrücken. Nächste Frage. Also ganz ehrlich, wenn ich aus der Jugendperspektive so blicke, wir denken an heute und nicht so wirklich in die Zukunft. Natürlich kann das sein, dass Computer irgendwann alles übernehmen und diese Computer haben dann auch keine Empathie und keine Gefühle und dann ist dieses Zwischenmenschliche eben weg. Und dieses, wenn man was falsch gemacht hat oder Probleme hat, dann können Menschen ja immer noch versuchen, auf die Lösung zu wirken. Aber wenn es eben KI gibt, dann machen die das eben genau nicht. Also nochmal kurz zusammenfassend, für dich ist nicht klar, wie es in 10 Jahren aussieht. Glaubst du, die anderen Jugendlichen denken das genauso? Ich kann jetzt nicht für alle sprechen, aber so wie ich das jetzt so beurteile, wenn ich mir mal so den Durchschnitt meiner Generation angucke, die denke ich, ins oder 10 Jahre voraus. Okay. Ich sehe das auch so ähnlich. Das ist natürlich absolut kritisch. Es gibt viele positive Aspekte natürlich auch in dieser Veränderung. Digitale 5.0 etc. Das ist ja auch gut und das kann auch einen weiterbringen. Aber dieser Wandel ist ja auch in den letzten Jahren, hat sich enorm verstärkt. Und ich glaube, dass auch jung und alt einfach kämpfen müssen. Natürlich ist das auch richtig, dass man sich zusammenschließen sollte und dann erreicht man auch bessere Resultate. Aber wenn ich 10 Jahre vorausgucke, sehe ich das auch schon ein bisschen kritisch. Ja, okay. Jetzt wird halt von alt und jung geredet und dass so eine Lücke dann entsteht. Das ist den jungen Leuten auch einfach nicht bewusst. Ich glaube, da muss dann vielleicht die ältere Generation auch nochmal darauf hinweisen und den Jungen das auch nochmal richtig eintrichtern, dass eben sowas entstehen kann. Und ich
kann mir schon vorstellen, dass dann auch vielleicht durch dieses Wachrütteln, dass da eine Motivation heraus entsteht. Und die Älteren müssen auch bereit sein, sich an die neue Strukturen eben anzupassen. Wer kennt FFF? Friday for Future, die Demo. Das ist ja momentan gerade ganz groß in den Medien. Da geht es ja auch um die Zukunft der Kinder. Das ist ja diese Demo, die jeden Freitag immer stattfindet. Dass die Kinder gar nicht erst in die Schule gehen, sondern demonstrieren. Und die haben ja auch diesen Gedanken, dass die denken ja auch an ihre Zukunft. Und das sollte man nicht unterschätzen. Und es ist auch ganz, ganz wichtig, dass es natürlich diese Demonstrationen gibt. Da sieht man, dass es auch Jugendliche gibt, die also auch noch an die Zukunft denken. Und wenn wir mal ganz viele Jahre zurückgehen, so an die ersten Autos denken, die sehr schädlich waren für die Umwelt, die vielleicht noch von Hand gestartet werden mussten. Und wenn man sich die Autos heutzutage anschaut, wie groß die Veränderung da einfach gewesen ist. Ich denke, man sollte da das Ganze, man sollte den Teufel nicht an die Wand malen und eine Veränderung ist da, eine Veränderung gibt es, aber es gibt auch immer wieder Leute, die einfach Angst vor Veränderungen haben, die an alten Strukturen festhalten wollen. Aber ich denke, es ist auch ganz wichtig, den Leuten zu vermitteln, es wird alles gut. Ja, ganz kurz dazu noch, zu den Demos. Aber wenn man jetzt auch mal das kritisch hinterfragt, wenn die Demos jetzt am Samstag wären, würden die Schüler dann kommen? Ne? Also die haben ja auch einen Nutzen, wenn sie freitags nicht zur Schule gehen. Naja, aber trotzdem ist das ein schlaues Konzept. Also es ist doch gar nicht so verkehrt, dann erreicht das Aufmerksamkeit. Und zum Beispiel, ich habe mit den Lehrern meines Sohnes gesprochen von der Schule, auf die mein Sohn geht, und die haben gesagt, einen Freitag würden sie den sogar auch freigeben. Ach, kurz in dem Zusammenhang. Du sagtest ja gerade, Stefan, dass es halt diese Freitagsdemos gibt, wo die Jugend auch für kämpft. Aber die Mehrheitsgesellschaft betrifft es ja nicht so wirklich. In der Mehrheitsgesellschaft ist es eben so, dass dort sollte Demos gemacht werden und dass sich Leute einsetzen dafür. Aber ich will nochmal zurück auf unsere Gruppe kommen. Wie ist das denn bei uns genau? Unsere Generation, wir werden älter. Wir, in spätestens 10 Jahren, dann bin ich ja auch nicht mehr so tätig, wie ich es jetzt bin. Und dann kommt eben diese Lücke, von der ich eben geredet habe. Und da fehlen die Leute, die Kapazitäten. Und das liegt halt einfach daran, dass die Leute nicht daran denken. Ja, natürlich kommen die technologischen Veränderungen. In der Mehrheitsgesellschaft ist es auch angekommen. Aber ich will nochmal darauf hinweisen, dass es bei uns andere Schwerpunkte gibt. Und an uns wird eben nicht gedacht von der Mehrheitsgesellschaft. Dementsprechend möchte ich ganz gerne dazu vielleicht nochmal was haben von euch. Ja, aber möchte ich kurz nochmal auf Kevins Beitrag eingehen. Achso, kann ich gut gesehen werden? Okay. Kevin sagte ja gerade, dass er es so wahrgenommen hat, dass es auf der einen Seite die ältere Generation gibt, dann kommt ein Loch und dann kommt die neue Generation, die junge Generation. Und da sehe ich schon das erste Problem. Du erwartest als junger Mann Hilfe von deinen Eltern und Hilfe von deinen Lehrern zum Beispiel. Da fängt es ja schon mit der Bequemlichkeit an. Zum Beispiel diese Freitagsdemo. Das ist ja auch eine Gruppierung, die auf jeden Fall kämpfen möchte. Und das ist ja das, was du gerade sagst mit dieser Bequemlichkeit, dass man schon sagt, okay, ich lasse die anderen Leute für mich machen. Wenn man Kinder hat, die meisten wissen es ja, die Kinder können ja natürlich nicht von vornherein laufen, klar, und die lernen das natürlich von ihren Eltern. Und das Laufen an sich ist aber auch ein Prozess, bei dem man
hinfällt und trotzdem immer wieder aufstehen muss, um es dann irgendwann hinzukriegen mit dem Laufen. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass die Eltern immer wieder sagen zu den Kindern, nein, du darfst nicht laufen, das ist halt sinnbildlich für diese Freitagsdemo, dass wenn man den Leuten sagt, ihr dürft es nicht, dass sie dann halt irgendwann aufgeben. So ist es ja mit einem Baby auch, wenn man dem Baby immer wieder sagt, dem Kleinkind immer wieder sagt, du darfst nicht laufen, dann wird es auch nicht laufen. Und man muss diese Veränderung, nehmen wir jetzt mal wieder diese Freitagsdemo mit dem Umweltschutz, Klimaerwärmung aufmerksam machen, auf die Klimaerwärmung, ist so, dass man muss es zulassen, man muss diese Veränderung zulassen, so wie die 68er-Bewegung zum Beispiel, die gekämpft haben, die demonstriert sind, oder Berliner Mauerfall, die Leute, die da einfach demonstriert haben, bis die Mauer gefallen ist. Ich bekam gerade den Hinweis von hinten, am besten wer gebärdet sollte aufstehen, weil die Leute hinten das so schlecht sehen. Ja, dann stehe ich mal auf. Genau da fängt es nämlich an. In der Erziehung, in der Sozialisation von Kindern. Das Wissen und das Können, dass eben Kinder auch von den Eltern absehen, wie Kinder eben aufwachsen. Genau das ist es. Wenn eben gesagt wird, du sollst nicht zocken an der Playstation, du sollst eben die anderen Sachen machen. Ich glaube, das ist auch ein wesentlicher Teil, warum eben Kinder vielleicht auch so ein bisschen sind, wie sie sind. Ich glaube, das ist der erste Schritt, der nun mal auch so ist. Vielleicht sind wir Jugendlichen, jungen Leute, vielleicht noch nicht so weit und haben diese Einsicht gehabt, dieses Erkennen, dass man sich für solche Sachen einsetzen muss. Vielleicht passiert das dann, aber es kann natürlich sein, dass es dann zu spät ist. Ich glaube, es war in 2017, da bin ich in Berlin gewesen. Da gab es, also ich habe da beim Deutschen Rosenbund gearbeitet oder war für die, war sie vertreten bei einer großen Veranstaltung. Und das war für mich wirklich nochmal ein richtiger Wink mit dem überdimensionalen Zaunfall. Es war einfach für mich ein absoluter Denkanstoß. Ich habe gedacht, diese digitale Welt, die ist noch so weit weg. Ich meine, es kommt irgendwann, das ist noch so weit weg. Also, es waren auch sogar zwei ältere Menschen dabei, die ja tatsächlich, die haben geweint, ne? Von denen, was sie gehört haben, dass da für Veränderungen auf uns zukommen. Es sind so viele Veränderungen, die da kommen. Das ist schon echt verrückt. Natürlich haben wir bisher die moralische Frage noch nicht beantwortet und sind die auch noch nicht angegangen. Und vor allem ist es auch ganz wichtig, wenn ich keine Ideen entwickle, dann macht das ja jemand anders. Das ist ja so die Einstellung heutzutage. Und gerade dieses Empathische geht halt komplett verloren. Es bleibt so komplett auf der Strecke. Und bei dieser Veranstaltung in Berlin war es halt so, dass ich dann auch gefragt habe, wo bleiben wir Gebärdensprachler denn? Was ist denn mit uns? Und da wurde nie so wirklich drauf eingegangen. Und es waren halt ganz viele Firmen, die ja vertreten waren mit dieser Veranstaltung, die ganz neue Innovationen hatten, die ganz viele Sachen vorgestellt haben. Das war eine Veranstaltung mit einer Diskussion. Und ich habe halt einfach gesehen, dass keine gehörlosen Personen da waren, die gesagt haben, ich setze mich da für diese Innovationen ein, ich möchte dabei sein. Dann haben wir mal gesagt, naja, das ist doch nicht meins, ich brauche da nicht mit dabei sein. Das ist ja vielleicht auch das, was Kevin gerade sagte, dass den meisten Jugendlichen noch nicht so ganz klar ist, was zukünftig auf sie zukommt. Und die verpassen dann vielleicht einfach diesen technischen Zug, auf den die aufspringen müssen jetzt. Und das, was Patrick gerade sagte, das ist diese Veränderung, die man akzeptieren muss. Ja, auf jeden Fall. Aber ich muss schon sagen, ich persönlich bin ja auch im Alter jetzt mittlerweile, ich kann schon an die Rente denken. Ich bin nicht mehr derjenige, der so sehr an die Zukunft denken muss. Und da frage ich mich doch immer noch, was will die Jugend dann machen, wenn es zu spät ist? Stefan. Es wird ja momentan auch dieser neue Mobilfunkstandard 5G diskutiert.
Da sind wir mittlerweile schon angekommen. Oder wenn man heutzutage schaut, wir haben hier auf der einen Seite diesen Plasmafernseher, dann haben wir diese riesen Leinwand, die miteinander verbunden sind. Das sind alles so technische Errungenschaften. Und alle wissen ja, die Technik, die schreitet rasant voran. Allerdings ist meine Sorge einfach nur, dass die Zahl der Hörgeschädigten oder der gehörlosen Personen einfach zu gering ist, um da wirklich ganz viel zu erreichen. Beziehungsweise wir auch einfach viel zu wenig Leute sind, um auf allen Hochzeiten zu tanzen. Es gibt halt so viele Sachen, die sich so schnell verändern und unsere Gruppierung ist da einfach viel zu klein für, um da wirklich überall hinterherzukommen. Und weiterhin ist es ja auch so, dass viele gehörlose junge Menschen jetzt auch studieren. Das war ja zu meiner Zeit damals noch gar nicht so selbstverständlich, wie es heute ist. Heute ist es ja so, man beendet die Schule mit der Abitur, im Regelfall in Essen, mit einem Berufskolleg und geht dann ins Studium. Und da muss man halt gucken, da muss man ansetzen. Da muss halt viel mehr Gehörlose geben, die halt ein IT-Studium machen, um da dann auch wirklich hinterher zu sein. Momentan ist es einfach so, dass wir sehr viel hinterherlaufen und es halt sehr mühselig ist. Natürlich haben sich die Schulformen auch verändert. Es wird mehr inklusiv beschult, die gehörlosen Schulen verschwinden langsam von der Bildfläche und für die Lehrerinnen und Lehrer ist das natürlich auch extrem viel. Andersrum für die gehörlosen Schüler, die vielleicht auch inklusiv beschult werden, ist das alles sehr, sehr viel, sodass natürlich ganz viele andere Reize da auch noch eine Rolle spielen und mit einwirken auf den kompletten Lebensweg. Ich selber zum Beispiel bin ja auch Dozent an der Uni und habe diese Chance bekommen, die ich dann auch genutzt habe. Und ich versuche auch heutzutage noch, Jugendliche davon zu begeistern und in ein Leben zu entlassen, dass ja, denen vielleicht klar ist, dass sie kämpfen müssen. Und ich denke, es ist schon wichtig, dass man da umdenkt. Ja, vielen Dank für deine Argumente, Stefan. Du sagtest gerade, ja, es gibt immer mehr Möglichkeiten für gehörlose Menschen zu studieren, genau. Und dass das Wissen auch viel größer ist, als es früher der Fall war. Aber es ist natürlich jetzt keine belegte Studie, aber mir persönlich ist aufgefallen, dass ganz viele Menschen, Jugendliche, die ja, das Studium abgeschlossen haben, aber dann gar nicht über den Tellerrand hinausschauen. Die bleiben unter sich, bleiben ja unter den Studienkolleginnen und Kollegen, Kommilitonen. Ich frage mich, warum gehen sie nicht zur Deutschen Telekom, warum gehen sie nicht zu Siemens, warum trauen sie sich das nicht, zu den großen Firmen zu gehen und zu sagen, hier, ich möchte bei euch anfangen und das, was ihr macht und das ist nicht richtig und möchte Veränderungen herbeiführen, warum ist das nicht so? Also zum Beispiel, ich glaube, es ist 2 oder 3 Jahre jetzt schon mehr, die Deutsche Telekom hat da einen Inklusionspreis bekommen, weil sie halt einfach barrierefrei arbeiten. Also da war ich auch mit unter anderem federführend dabei, diese Veränderungen herbeizuführen bei der Deutschen Telekom. Und dafür gab es halt diesen Preis. Und ich frage mich, warum andere Menschen das nicht genauso machen, andere Gehörlose das auszumachen, weil gerade das ist doch etwas, was nach außen hin ja, sehr groß ist und wo man sich dann auf die Schulter klopfen kann. Heutzutage ist es einfach so, wie gesagt, das ist natürlich nicht wissenschaftlich belegt, aber heutzutage habe ich einfach den Eindruck, dass die Menschen unter sich bleiben. Ja, also von meiner Seite aus auch nochmal herzlichen Glückwunsch, dass es diesen Preis gegeben hat. Aber meine Frage ist, was habt ihr dafür getan? Also was genau konkret habt ihr gemacht zum Thema Barrierefreiheit? Und was bringt euch dieser Preis? Andersrum, wir haben ja zum Beispiel in Berlin die Firma Joma, die relativ groß sind und viele Angestellte haben, die von gehörlosen Menschen geführt werden. Aber ich selber arbeite zum Beispiel an einem Konzern, das weltweit tätig ist und ich bin der einzige Gehörlose da tatsächlich. Es gibt keine weiteren gehörlosen Arbeitskollegen, die ich habe, mit denen ich mich vielleicht auch einfach mal unterhalten könnte. Ich sitze da 8 Stunden und natürlich ist es auch immer so eine persönliche Einstellung von allen Menschen. Es gibt viele Menschen, die sagen, ja, ich möchte gutes Geld verdienen, bin bereit, in einem großen Konzern zu arbeiten. Andere wiederum sagen, nö, das ist mir gar nicht so wichtig. Also es ist, glaube ich, stark auch eine persönliche Einstellung.
Ich selber zum Beispiel hatte immer die Einstellung, im IT-Bereich Karriere zu machen. Und es ist ja dieses Web 2.0, das ganze Facebook und alles, was da drin steckt. Da wollte ich immer rein. Das war etwas, was ich machen wollte. Mittlerweile habe ich aber einfach für mich selber entschieden und festgestellt, nee, ich möchte mein Leben leben, ich möchte nicht Karriere machen. Ich gehe jetzt 8 Stunden arbeiten und dann ist das Thema auch für mich erledigt. Natürlich habe ich auch noch die Vereinsarbeit, aber merke einfach, dass meine Lebenszeit darunter leidet, unter dieser aufopferungsvolle ehrenamtliche Tätigkeit, die ich noch nebenbei habe. Natürlich, klar, opfere ich meine Zeit sehr gerne dafür, aber merke, dass es mich persönlich stresst und auch ermüdet. Ich hatte das Glück, auch mit meinen Stunden ein bisschen runtergehen zu können, damit ich nebenbei halt auch Kurse anbieten kann. Das habe ich auch auf Rügen getan. Das war auch natürlich eine schöne Möglichkeit. Das ist aber auch das höchste aller Gefühle, was ich halt auch einbringen kann, aus meiner Sicht. Das große Problem ist aber, du sprichst hier von großen Firmen, aber ich glaube, dass die meisten... aber auch zu denken, dass Gehörlose einfach viele Sachen auch nicht können und deswegen über Hörende einstellen. Da fängt ja schon die Problematik an. Da ist ja das Wissen nicht da und da wird man schon viel eingeschätzt. Wenn es natürlich jemanden gibt, der quasi eine Vorreiterfunktion hat, also ein Akademiker von mir aus, der gehörlos ist, der in eine Firma geht, als Vorbild agieren kann, dann kann auch so ein Umdenken stattfinden. Man darf auch nicht vergessen, früher gab es auch die Dolmetscher nicht, die wurden Sprachen waren noch nicht anerkannt. Und das ist natürlich ein Prozess, der halt auch seine Zeit braucht. Und ich kann mir auch vorstellen, dass in 10 Jahren das auch nochmal anders aussieht. Gerade wurde auch die Inklusion angesprochen. Ich glaube, dass in 10 Jahren diese Kinder kommen ja auch dann aus der Schule. Und ich glaube, dass die auch dann die Gehörlosen auch repräsentieren können. Aber ich glaube, wie gesagt, es ist halt nicht so einfach gesagt, große Firmen, weil da nun auch das Denken anders ist. Erstmal, Patrick, herzlichen Glückwunsch von deiner Leistung. Ziehe ich den Hut, dass du in einem großen Konzern Fuß gefasst hast, wunderbar. Aber man darf natürlich auch nicht vergessen, dass die Gesellschaft auch momentan sehr schnell voranschreitet. Es verändert sich sehr, sehr viel und es tut vielleicht ganz gut, auch zwischendurch einfach mal die Bremse zu ziehen und auch wieder zurück zu den Wurzeln zu gehen. Wir sind ja keine Superhelden, die alles schaffen können. Und das Zweite, ich sehe die Gesellschaft auch mal ganz gerne als Puzzle. Und alle Menschen, alle, die jetzt hier sitzen, die hier vorne sitzen, die im Publikum sitzen, alle sind wirklich extrem wertvoll für dieses Puzzle, für dieses Gesellschaftspuzzle, so nenne ich das jetzt mal. Gerade wurde ja zum Beispiel Jomma angesprochen und die schaffen es, oder wir haben es zum Beispiel hinbekommen, auch die Regierungssitzungen live zu dolmetschen. Das ist auch super für eine Öffentlichkeitsarbeit. Das ist auch ganz, ganz toll. Oder auch Phoenix, da sind nach Phoenix halt Dolmetscher-Einblendungen dabei. Dann haben wir hier, wie du gerade schon sagtest, ihr habt den Inklusionspreis bei der Deutschen Telekom bekommen. Es sind doch schon viele Sachen, die auch erreicht wurden. Und wir haben auch viel mehr erreicht, als es früher der Fall war. Aber ich denke, die Generation ist auch einfach kaputt. Sie sind müde, sie können auch einfach nicht mehr, sie sind K.O. und müssen aber trotzdem immer weiter kämpfen. Und da muss man einfach Strategien jetzt entwickeln. Und es ist ja schon seit Hunderten von Jahren so, dass einfach wir gehörlosen Personen bei Hörenden hinten runterfallen. Wir werden ständig vergessen. Es wird doch nochmal, so wie Kevin gerade sagte, ein Hörender bevorzugt, der telefonieren kann. Und man muss da halt einfach wirklich strategisch klug vorgehen. Thank you.
Ja, ich habe gesagt ja gerade, dass es also auch für Leute mit Sportjugend auch nicht so einfach ist, den Nachwuchs zu finden. Und dann hat man natürlich noch diese Strukturen, er sagte, das Ehrenamt ist einfach so ein Knackpunkt in dem ganzen Konstrukt. Jetzt meine Frage, wie kann man denn die Jugend dazu motivieren, ein Ehrenamt zu bekleiden? Geht es nur über die finanzielle Schiene? Hilft es was? Würde es helfen? Ja, das kann ich nur bestätigen. Ja, tatsächlich. Also, ganz einfach, Ehrenamt muss sich lohnen. Punkt. Ich habe ja vorhin schon erzählt, ich bin Vollzeit beschäftigt, arbeite also 8 Stunden in der Firma, muss dann ja, nach der Arbeit nochmal ein paar Stunden dafür investieren. Das sind so roundabout 3 bis 4 Stunden, die ich investiere, um zu überlegen, wie wir unseren Verein weiter voranbringen. Das geht halt los mit Mitgliederverwaltung, Internetseiten etc. pp., E-Mails beantworten, E-Mail-Adressen überhaupt einrichten. Also momentan sitzen wir an einer neuen Homepage und ich mache das halt auch alles alleine zurzeit. Wenn ich mir vorstelle, das würde man mit jemandem zusammen machen, dann denke ich, ja, geteiltes Leid ist halbes Leid, sagt man auch mal so schön. Aber das nächste Problem ist natürlich auch, dass man dann, also ich wohne jetzt zum Beispiel in Köln und wenn man einen Partner an seiner Seite hat, der vielleicht nicht gerade aus Köln kommt, sondern aus einer anderen Stadt, dann ist das natürlich extrem schwierig, sich irgendwie mal zusammenzusetzen und Sachen zu besprechen und dann geht es natürlich damit weiter, wie gehe ich mit dem ganzen Thema Wissenstransfer um, wie vermittle ich das an meine Mitglieder, an andere Vorstandsmitglieder. Dann ja, auch die ganzen Verfahren. Es gibt ja im Fußball einen gelben Pass, es gibt einen roten Pass. Und da frage ich mich doch allen Ernstes, warum immer noch diese alten Strukturen? Es gibt doch DFB-Net heutzutage zum Beispiel. Und da gibt es online eine Passstelle. Da wird online das Foto hochgeladen und dann kann man sogar mit dem Handy schauen, okay, du bist angemeldet, du auch, alles klar, dann weiß der Schiedsrichter Bescheid und dann ist das Thema durch. Wir im Görlsenpreis sitzen aber immer noch auf diesen Papierausweisen und ja, das dauert halt immer seine ganze Zeit, bis diese Ausweise auch tatsächlich da sind. Und dann frage ich mich doch allen Ernstes, was bekomme ich dafür zurück? Also ich werde dafür nicht finanziell entlohnt, ich werde nicht anders entlohnt, es kommt keine Dankbarkeit und nichts von anderen Leuten zurück. Und da sitze ich natürlich dann und überlege mir immer zweimal, ob ich diese Arbeit weiterhin noch mache oder nicht. Und das Ganze ist jetzt auch schon wieder 2 Jahre her mit der Homepage, habe die ganzen Sachen mittlerweile erledigt und habe dann auch alles abgegeben. Und sehe aber auch seit 2 Jahren, seit ich es abgegeben habe, dass keine Innovationen zutage gekommen sind. Ich muss den jetzigen Vorstand immer wieder darauf hinweisen, dass man noch neue Mitglieder anwerben soll, dass man noch mal was tun soll. Dann heißt es mal, nee, schaffen wir nicht, machen wir nicht. Und da sitze ich natürlich dann auch und sage, dann mache ich nicht mehr mit. Andreas. Achso, ja, ich muss aufstehen. Papa sagte gerade, das Ehrenamt muss sich lohnen, dass man dadurch dann eventuell die Jugendlichen motivieren kann. Du hast in der deutschen Gehörlosenjugend, nicht in der Sportjugend, sondern in der deutschen Gehörlosenjugend mitgearbeitet, auch 4 Jahre, ja, fast 5 Jahre, genau. Warst für die Finanzen verantwortlich. Was denkst du, wenn das Ehrenamt finanziell entlohnt werden würde. Glaubst du, es gäbe mehr Jugendliche, die bereit wären, einen Posten zu übernehmen? Könnte man dadurch Nachwuchs finden? Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, da hat der Patrick auch ein bisschen was zu gesagt schon. Es ist halt wirklich nicht einfach. Man muss ja auch immer sagen, wie ist das steuerrechtlich? Das ist auch ein Punkt. Natürlich muss sich irgendwie schon auch lohnen. Aber was mir in den 5 Jahren auch aufgefallen ist, wir haben natürlich versucht, uns da irgendwie einzusetzen, aber das waren wir halt. Und dann ist es nicht immer so, nee, schau nach vorne. Ja, also
das Problem ist ja auch, bei uns in der Satzung steht nun mal auch Ehrenamt etc. Und wir haben auch versucht, Projektanträge zu bekommen, um finanzielle Mittel zu bekommen, damit wir eben auch Leute finanzieren, die das machen können. Das Problem ist aber, dass die zum Beispiel Aktion Mensch oder die Bundesregierung sich unsere Satzung auch angeguckt haben und die sagen natürlich, ja, der Vorstand, der wird da so ein bisschen entlohnt und ja, die Helfer, die da delegiert werden, auch, deswegen bezuschussen wir euch auch nicht so viel. Es ist halt auch schwierig. Wenn man Arbeitnehmer ist, zahlt man Steuern und man hat auch einen Freibetrag eigentlich, wo man eben Nebeneinkünfte haben kann. Ich meine, das ist ja eigentlich auch schon eine Motivation, theoretisch. Ich weiß, ja, es ist halt schwierig und es ist auch nicht, sind auch keine Unsummen, die man dann kriegen könnte, aber es ist, so viel Spielraum gibt es einfach nicht. Und da ist vielleicht die Summe dann zu wenig, um die Leute zu motivieren. Ich finde es halt schwierig, deine Frage pauschal zu beantworten. Vielleicht gibt es da Möglichkeiten, finanziell zu unterstützen, aber das ist, glaube ich, auch von Verein zu Verein irgendwie unterschiedlich. Okay. Aber vielleicht kann man das irgendwie kurz beantworten, wenn man sich vorstellt, oder glaubst du, man würde Jugendliche erreichen, wenn das Ganze bezahlt wird? Ganz kurz, nein. Okay. Ich sage ja. Die Deutsche Hörsenjugend hat ja jetzt seit kurzem auch einen Geschäftsführer eingestellt, der den Vorstand entlastet. Und wenn man sich jetzt vorstellen würde, dieser Geschäftsführerposten wäre gar nicht besetzt worden, dann wäre das für den Vorstand eine enorme Mehrbelastung einfach. Und wir sehen schon, oder ich sehe schon, dass durch diese bezahlte Stelle des Geschäftsführers auch die Motivation da ist. Also durch die Bezahlung, durch die finanziellen Anreize ist die Motivation einfach auch gegeben. Patrick zum Beispiel ist jetzt einer, der mit Herzblut dabei ist, der natürlich auch durch seine Vorbildung, Informatikstudium, natürlich auch, was so Homepage-Sachen betrifft und so, auch. Ich möchte mich bei dir nochmal recht herzlich bedanken. Ich bin jetzt nicht im Zuge der Deutschen Hörsenjugend hier, aber das ist natürlich schon gut, dass du dadurch auch Wissen vermitteln konntest. Ich finde es halt ganz, ganz wichtig, dass man auch dankbar ist, dass man sich bewusst wird, dass Menschen ehrenamtliche Sachen machen und auch dankbar ist. Und ich stelle mir einfach die Frage, Kevin, du bist mit mir und sagst, ihr seid bequem, aber warum ist das denn so? Gib mir mal den Taschenöffner. Danke. Also ich sehe es genauso wie Stefan. Ich denke auch, dass finanzielle Anreize auf jeden Fall Motivationen schaffen. Wenn ich mir vorstelle, jemand ist hauptamtlich für einen Verein oder für einen Verband tätig und man hat so ein Team um sich. Also was ich ganz oft sehe, ist, dass wenn es ehrenamtlich läuft, dass jeder nur den minimalsten Aufwand betreibt, den notwendigsten Aufwand und bloß nicht zu viel machen, weil das ist ja meine Freizeit. Wenn es allerdings hauptamtlich gemacht wird, also wirklich Zeit eingeräumt wird, Konzepte da sind, das finanziell entschädigt wird, glaube ich ganz klar, ja, würde es Veränderungen bringen und die Leute...
zwei Aspekte will ich da jetzt erstmal gerne rausziehen. Also Antonia wurde ja neu gewählt und die Bundesversammlung war tatsächlich letztes Wochenende. Also ein ganz aktueller Filmbeitrag. Und ja, es ist ja so, dass es insgesamt 16 Landesverbände gibt und drei davon sehr aktiv sind und 13, naja, ich sag mal, denen ist es vielleicht nicht bewusst, was da noch für Schätze auf sie warten in Form von jugendlichem Nachwuchs. Es gab ja jetzt auch vor kurzem die Veranstaltung Deutsche Gehörlosenbund 2.0 und da haben auch Vertreter der Landesverbände zugeben müssen, dass sie wahrscheinlich demnächst die Vereinsarbeit einstellen müssen, weil es einfach keinen Nachwuchs gibt. Das war für mich schon sehr erschreckend und ein Zeichen dafür, ja, dass die Jugend dann irgendwann auch keine Anlaufstelle mehr hat, ganz klar. Also die Jugendlichen sehen die Landesverbände als Anlaufstelle und wenn es die Landesverbände nicht mehr gibt, dann sehe ich für die Jugendlichen auch schwarz. Und daher meine erste Frage. Wenn es Landesverbände nicht mehr gibt, dann gibt es ja dieses, ja, ich nenne es mal Auffangbecken für die Jugendlichen nicht mehr. Also sprich, wie kriegen wir die Jugendlichen dann noch, wenn es einzelne Landesverbände nicht mehr geben wird? Und das zweite Thema Ehrenamt, das hatten wir vorhin ja auch schon diskutiert. Es ist so, dass, früher es so war, dass das Ehrenamt auch für längere Zeit bekleidet wurde, 3-4 Jahre und mittlerweile ist es so, dass ein Ehrenamt vielleicht nur noch in Form von Projekten angenommen wird, das vielleicht eine kurze Zeit läuft, 6 Monate oder so, und dann dieses Ehrenamt nicht mehr weiter ausgeführt wird. Und Andreas sagte ja gerade auch, dass Satzungen ganz oft im Wege stehen, die dafür sorgen, dass finanzielle Zuschüsse nicht gewährt werden können. Und ja, da frage ich mich natürlich, wie kann man das Ganze anders steuern einfach? Man hat Landesverbände, die sind sehr daran interessiert, Jugendliche zu fördern, aber hängen an irgendwelchen Regularien fest, die sie nicht ändern können. Was sagt ihr dazu? Ich war ja, wie gesagt, schon 5 Jahre im Vorstand und 2017, Moment, ganz kurz. Nochmal ganz kurz, wir hatten ja ein Vorgespräch und ich glaube, einige kennen diese Namensgebärde für die deutsche Gehörlosenjugend. Also soll ich die erklären jetzt? Ja, bitte, genau. Also die Gebärde, ich glaube, die wurde vor 2 Jahren, glaube ich, neu inszeniert. Ich glaube, darunter fällt Bildung, Jugendcamp, was war das, Stefan, was war? Ja, genau, das sind unter anderem die 5 Sinne, Bildung, Sprache und zudem noch Bildung, Sprache, Erleben, Interessensvertretung, das sind so diese 5 Säulen auch. Und das ist 5, passt ja auch zu der Gebärde für Gebärdensprache und deswegen hat man sich für diese Namensgebärde der deutschen Gehörlosen entschieden. Ja, genau. Es benutzen einige immer noch tatsächlich die Gebärde deutsche Gehörlosen Jugend, aber ist ja egal. Wir hatten, oder wir haben natürlich auch unsere Sitzung gehabt. Das Problem ist aber auch, dass, was uns auch zugetragen wurde, dass wir auch, oder die Landesverbände oftmals nicht so offen waren, das war halt schwierig, da irgendwie den Zugang zu finden. Es wurde erst gedacht, einige oder da überlegt, ob man dann Jugendbeauftragte oder sowas initiieren kann. Aber ganz häufig war die Antwort, das Geld fehlt, das können wir nicht so machen. Natürlich werden viele Dinge überlegt und sich ausgedacht, ob man verschiedene Angebote stellen kann, ob man Coaching machen kann oder was auch immer.
Ob, egal in welcher Form man da eben Jugendarbeiter an die Landesverbände bringen kann. Aber wenn ich jetzt mir zum Beispiel Bayern und Baden-Württemberg angucke, die haben eben diese Angebote und die haben auch vielleicht eine hohe Mitgliederzahl. Die haben natürlich andere Möglichkeiten auch. Die können vielleicht auch finanziell so Camps oder was auch immer unterstützen vom Landesverband auch her. Ich meine, wir gucken natürlich von oben da drauf und wollen sowas auch unterstützen, aber manchmal ist es halt auch schwierig, die Kommunikation mit denen. Da kriegt man halt kein Feedback, keine Antwort auf Mails und das ist halt schwierig. Und eine Aussage ganz konkret war, ja, das hast du so vorgeschlagen, aber da fehlt doch irgendwie ein Konzept. Und dann dachte ich mir, ja, warum sagt ihr denn nicht, dass euch da ein bisschen was fehlt? Und das ist eben auch schwierig. Und eigentlich gab es eben auch... Und eigentlich ist ja das Geld da, man kann auch Angebote schaffen, dass zum Beispiel Übernachtung und Fahrtkosten etc. ja nicht gezahlt werden müssen von diesen Teilnehmern. Aber ich verstehe es nicht, warum es nicht dann irgendwie umgesetzt wird. Das Problem ist einfach, dass es zu wenig junge Leute gibt, mit denen man zusammenarbeiten kann und auch irgendwie dauerhaft in Kontakt ist. Wir sind die eine Seite des Ehrenamtes, auf der anderen Seite brauchen wir aber auch Unterstützung vor Ort. Und wenn es da nicht Ansprechpartner oder zumindest eine Bereitschaft oder Vorstellungskraft gibt, da auch zu helfen, dann ist es einfach schwierig. Ja, Antonia sagt ja gerade, du warst schon mal Jugendwirt 15 Jahre, so gibt es also schon 15 lange Jahre. Ich selber bin Gründungsmitglied der Deutschen Gehörlosen und Jugend, also vor 15 Jahren habe ich auch mit dafür gesorgt, dass es diese Vertretung gibt. Damals war noch Gerlinde Gerkens die Vorsitzende des Deutschen Gehörlosenbundes und zu der Zeit von Gerlinde Gerkens gab es immer verschiedenste Beauftragte und ich habe dieses Modell so übernommen und habe in den Landesverbänden Jugendbeauftragte installiert. Und zum Zweiten haben wir auch versucht, Jugendvereine, unter anderem Nordlichter zum Beispiel aus Hamburg, zu installieren. Das waren also zwei Modelle, zum einen die Beauftragten, zum anderen die Vereine, die parallel liefen. Und da hat man einfach geschaut, oder auch die Frage, welches von den beiden Konzepten ist erfolgreicher gewesen. Und wir mussten einfach feststellen, oder haben auch festgestellt, dass also die Form der Vereine tatsächlich erfolgreicher war. Wir haben einfach gemerkt, dass die Beauftragten, also die Jugendbeauftragten, relativ schnell wieder von der Bildfläche verschwunden sind, weil sie auch allein auf weiter Flur gelassen wurden. Wohingegen die Vereine, die Jugendvereine, deutsche Gehörlosen und Jugend wirklich unterstützt haben. Naja, ganz oft war es in den Verbänden einfach so, dass die Leute gar nicht wussten, was sie zum Beauftragten anfangen sollten. Da überlege ich mir, ob ich die vielleicht in die WhatsApp-Gruppe von Kevin gehe, da habe ich wahrscheinlich mehr Spaß als bei der ganzen Arbeit. Aber man muss schon sagen, die Vereine haben da einfach mehr erreicht. Zum Beispiel das Bifest, was demnächst ansteht, das ist, entstanden durch einen Jugendverein aus Berlin. Genauso wie das Jugendfestival 4 entstanden aus dem Jugendverein aus München. Naja, und dann natürlich klar, es ist schon so, dass die Ehrenamtstätigkeit sehr kurzweilig ist. Es wird ja auch in den Vereinen ganz viel in Projekten gearbeitet. Und der Vorstand bleibt im Regelfall immer relativ lange, einige Jahre, aber die Ehrenamtstätigkeit wechselt irgendwann in Richtung Kartenspielen, Bier trinken und Fußball gucken. Also es ist halt einfach nicht mehr so, dass die Leute bereit sind, ganz viele Ehrenämter zu begleiten, sondern ganz kurz ein Ehrenamt übernehmen und sich dann auch wieder verabschieden von diesem Ehrenamt. Kevin, eine direkte Frage. Was denkst du,
Landesverband. Sollten die Landesverbände tatsächlich bestehen bleiben oder denkst du, die machen sowieso nicht genug für Jugendliche, die könnten auch nicht mehr weiter bleiben? Doch, die müssen auf jeden Fall bleiben. Auf eigene Faust da irgendwas umzusetzen, ist natürlich schwierig. Ne? Da braucht man schon Leute um sich herum und dementsprechend ist so ein Landesverband eben eine Möglichkeit, da im Kollektiv vorzugehen. Ne? Aber die jungen Leute müssen halt damit reingeholt werden. Ne? Aber es ist halt nun mal so, dass die Älteren einfach auf ihren alten Strukturen beharren und die möglichen Ideen von jungen Leuten eben nicht mitnehmen. Ne? Und die werden halt schnell klein gemacht und dann haben sie halt auch keine Chance im Sumpfverein. Ne? Aber dann müsste auch die Bereitschaft sein der Älteren, eben dieses Potenzial und den Ideenreichtum der jungen Leute einfach auch mal aufzunehmen, einfach mal zuzuhören. Und ich glaube, dass das dann auf jeden Fall auch gut laufen kann. Ganz genau. Schwierig. Ich habe mich nach dem Interview von Antonia gerade gefragt, was machen die Landesverbände überhaupt? Also ich weiß, der Sportverein Köln ist auch Mitglied im Stadtverband. Allerdings stelle ich mir immer wieder die Frage, wozu ist man überhaupt Mitglied im Stadtverband, weil es bringt uns überhaupt 0,0. Ne, die sagen einfach, naja, also wir haben zum Beispiel dahingegen VGKU, die also hier kulturell sehr viel machen, aber der Stadtverband zum Beispiel, da gibt es dann irgendwie Mitgliedsbeiträge, die wir zahlen, aber da frage ich mich immer noch allen Ernstes, was bekommen wir dafür zurück? Und dann frage ich mich natürlich auf der nächsthöheren Instanz, auf Landesebene, was passiert da genau? Also ich denke, es ist ganz, ganz wichtig, ein Konzept zu haben und ein gemeinsames Ziel zu schaffen und dann die entsprechenden Personen zu finden. Und es ist ja nun mal auch so, dass ganz oft so ist, dass alles in Projekten gemacht wird. Also so ein Camp zum Beispiel ist ein Projekt, was Menschen zusammenbringt und die das gleiche Ziel haben, dieses Camp durchzuführen. Und deswegen ist es auch so, dass natürlich diese Ehrenämter nur kurz besetzt werden. Aber trotzdem ist es wichtig, darüber hinaus dann einen Geschäftsführer zu haben, der auch die weiteren Projekte, die ein Verein angeht, im Blick hat und auch organisiert und versucht, da die passenden Leute zu finden. Naja, aber ich denke auch, so wie du gerade sagtest, Stefan, Nordlichter zum Beispiel oder so, da gibt es ganz viele verschiedene Jugendvereine. Natürlich ist das auch immer ein Stück weit politische Arbeit, aber ich glaube, wir kommen einfach nicht drum herum, Ziele festzulegen, weil man sonst den Nachwuchs auch einfach nicht gewinnt. Wenn die Leute nicht wissen, was für ein Ziel sie vor Augen haben, wissen natürlich auch nicht, wofür sie arbeiten sollen. Deswegen denke ich, dass wenn wir in Projekten denken oder in Projekten arbeiten mit Zielen und Konzepten, dass wir da auf diese Art und Weise erfolgreicher sind und die Menschen auch motiviert kriegen. Also wie gesagt, WBU, wir brauchen Untertitel. Das hat ein Ziel, 100% Untertitel und das ist ein Ziel, das die Leute anspricht. Da fehlt aber meiner Meinung nach so ein gesetztes zeitliches Ende auch, dass man die Leute auch einfach, damit die auch sagen, gut, das Projekt ist vorbei und wir haben dieses und jenes geschafft, ne? Oder in Meilenstein zu denken. Weil ich finde es schwierig, heute jenes zu machen und am nächsten Tag eben was anderes. Das wird so nicht funktionieren. Vielen Dank. Also nochmal zusammenfassend, Strukturen müssen geändert werden, müssen verändert werden. Und dass wir Landesverbände nicht mehr brauchen, sondern eher in Projekten denken sollen. So, das habe ich jetzt so von dir rausgehört. Ich weiß, dass der Deutsche Gehörlosenbund sehr dafür plädiert, 16 Landesverbände zu haben und dementsprechend auch 16 Jugendverbände. Man kennt ja das Wort Föderalismus, das ist ja den meisten ein Begriff. Und ich persönlich, ich stehe dem Ganzen mal so ein bisschen kritisch gegenüber, reagiere immer so ein bisschen allergisch auf dieses Wort. Weil die Jugendlichen ja einfach sagen,
wir brauchen das nicht. Das ist die moderne Philosophie, in Projekten zu denken, aber der Deutsche Gehörlosenbund sagt nach wie vor, die Landesverbände oder Jugendverbände muss es geben. Wie kriegen wir das zusammen? Naja, die Deutsche Gehörlosenjugend ist natürlich auch nur so erfolgreich, weil wir auch Zuschüsse bekommen. Es gibt von der Bundesregierung einen Kinder- und Jugendplan. Da gibt es klare Regelungen, wie etwas zu finanzieren ist, wer wie viel für welche Projekte bekommt. Und das sind natürlich Sachen, die alle befristet sind. Das ist das, was Patrick gerade sagte. Das sind so befristete Projekte. Und wenn diese Projekte gelaufen sind, da beantragt man einen Gelder für ein neues Projekt. Und dann haben wir natürlich demgegenüber das Projekt oder den Deutschen Gehörlosenbund. Und da ist es halt ganz, ganz wichtig, daran zu denken, dass Sachen auch dynamisch sind und nicht so feststehen. Man muss das Ganze dynamisch denken und nicht sagen, das ist mein Stuhl, da darf ich drauf sitzen und das ist mein Platz, da bleibe ich immer mal, da saß ich schon 50 Jahre lang und bleib auch hier genau sitzen, sondern alle Leute müssen einfach flexibler werden. Apropos Deutscher Gehörlosenbund, es gibt doch auch Fördermittel für die Jugend. Also die Deutsche Gehörlosenjugend bekommt die Gelder von der Deutschen Gehörlosen, vom Deutschen Gehörlosenbund oder von der Regierung? Um vielleicht mal kurz die Struktur nochmal aufzuführen. Also man kann über den Deutschen Gehörlosenbund über den normalen Weg Fördermittel bekommen, aber auch die Deutsche Gehörlosenjugend können selbstständig und autark Mittel beantragen. Das ist nun mal so. Es gibt da verschiedene Wege. Ja, denn ich habe ja gerade von dieser Kopfsteuer gesprochen, diese Mitgliedsbeiträge, die wir an den Stadtverband bezahlen, beziehungsweise die wiederum an den Landesverband. Und ich mich dann frage, was bekommt man dafür zurück? Also bekommt hier irgendeiner irgendwelche, weiß ich nicht, Bücher, Filme, Geldbeiträge? Also ich frage mich allen Ernstes, was machen die mit all dem Geld, was die bekommen? Ich als Jugendlicher frage, was machen die mit meinem Geld? Also es muss doch auch irgendwie einen Topf geben, der dann speziell für irgendwelche Bereiche ist. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass es da irgendwie was gibt. Ich will da nochmal ganz kurz die Struktur nochmal genauer erklären. Bei der Deutschen Gesellschaft gibt es eben 27 Mitglieder. Also in Rendsburg eben da ist der Sitz und da gibt es eben verschiedene Mitglieder, 27 Mitglieder, die alle so einen Beitrag zahlen. Und die Deutsche Gehörlosenjugend, die leistet einen kleinen Beitrag. Und wenn wir da einen Antrag stellen wollen, konnten wir als Deutsche Gehörlosenjugend auch autark einen Antrag stellen. Konnten wir bei der Deutschen Gesellschaft den Antrag stellen, die das dann eben weitergeleitet haben. So, also es ist so ein indirekter Weg, nicht sehr direkt. Aber dann ist der Deutsche Gehörlosenbund ja an sich gar nicht notwendig. Also das ist die Deutsche Gesellschaft, die ganz oben steht und ihr könnt da direkt den Antrag stellen. Genau, über die Gesellschaft, ja. Naja, so lief das halt. Anträge fürs Kindercamp oder eben die anderen Projekte. Wir haben das bei der Deutschen Gesellschaft eingereicht und die haben, weil sie dann eine Verabredung mit der Regierung haben, dass die das oder dass solche Projekte über die laufen müssen. Wir reichen das da ein, die überfliegen das mal, die prüfen, ob die Bedingungen eines Projektes sind, also wann ist der Anfang, wann das Ende. Und dann unterschreibt Ulrich Hase den Antrag und dann kommt die Bestätigung von der Regierung auch über die Deutsche Gesellschaft an uns. Und dann können wir auch erst eben das Geld ausgeben für diese einzelnen Projekte. Und auch im Nachgang mussten wir natürlich unsere Ausgaben nachweisen und das haben wir auch an
die deutsche Gesellschaft geschickt und die haben das wieder weitergeleitet. Ne? Und da wurden wir ja aber auch das unterstützt, weil das ja natürlich auch Sicherheit gibt, damit wir eben auch alles im Rahmen der Satzung und so gemacht haben. Also da muss ich schon sagen, dass wir da auch was bekommen von dieser Gesellschaft und wir zahlen einen kleinen Beitrag, ich glaube 200 Euro oder so, und da finde ich das schon sinnvoll. Aber du sagtest ja, als ich als eigenständiges Mitglied, wofür zahlt man da? Den Eindruck habe ich auch, ja. Naja, also wir leben ja alle mit... Das ist ja das, was wir brauchen, und das ist das, wofür wir kämpfen, und das ist das, wofür der Deutsche Gehörlosenbund kämpfen soll. Und der Deutsche Gehörlosensportverband kämpft für die ganzen sportlichen Aktivitäten. Und die Deutsche Gehörlosenjugend zum Beispiel ist ein eingetragener Verein. Und damit haben wir natürlich auch ganz andere Möglichkeiten, Gelder zu beantragen. Und sind also da nicht abhängig von anderen Verbänden, anderen Dachgesellschaften, sondern können relativ selbstständig, autonom Sachen beantragen. Der Schwerpunkt muss halt immer nur auf der Gebärdensprache liegen. Die Deutsche Gehörlosen, der Deutsche Gehörlosenbund, klar, die haben natürlich auch dasselbe Ziel, wie wir auch, Gebärdensprache weiter voranzubringen, aber ist nach wie vor in älteren Strukturen einfach ansässig. Ja, nur noch ganz kurz. Ja, ganz kurz. Es war jetzt keine richtige Antwort auf eine Frage. Von daher nochmal, welchen Mehrwert habe ich denn davon? Also was gibt der Deutsche Jugendbund? Also an die Jugend, da gibt es auch die Angebote, aber... Naja, aber ich habe so den Eindruck, da ist nichts. Ich bekomme keinen Mehrwert von irgendwelchen Landesverbänden. Na, also könnte ich genauso gut noch Rolex kaufen und die auch direkt wieder wegschmeißen. Also ich habe da keinen Mehrwert von. Also gefühlt jedenfalls nicht. Ja, Deutscher Gehörlosenbund ist nochmal ein Thema für sich. Das hat natürlich jetzt auch mit der Jugend an sich so direkt nichts mit zu tun. Aber da muss man natürlich mit ganz viel Fingerspitzengefühl eigentlich rangehen vom Deutschen Gehörlosenbund. Und das sehe ich da momentan nicht. Die sagen, die Jugend soll das alles mal selber machen. Und da fehlt es einfach in allen Ecken. Und das kann ich durchaus verstehen. Deutscher Gehörlosenbund, das ist natürlich ein Thema, das könnte man auch noch stundenlang weiter diskutieren. Ich möchte euch jetzt mal ein paar Zahlen zeigen. Nochmal ganz kurzer Hinweis. Die Deutsche Gehörlosenjugend, die gehen ja langsam auch mit dem Deutschen Gehörlosenbund gemeinsam aufeinander zu. Also das erzählte ja die. So, hier habe ich einfach mal ein paar Zahlen an die Wand werfen lassen. Das sind Zahlen vom Deutschen Gehörlosensportverband. Und hier nochmal explizit aufgegliedert in Zahlen von jugendlichen Mitgliedern, Kindern und Jugendlichen. Es gibt knapp 2000 Mitglieder insgesamt. Also ganz genau 1831, für die, die es hinten nicht lesen können, 1831. Und hier habe ich ein Trockendiagramm zur Altersstruktur. Und da sieht man verschwindend geringe Zahl von Jugendlichen. Sind das nur die aktiven Mitglieder oder auch passiv? Nee, insgesamt. ich glaube, die Deutsche Gehörlosenjugend sagt bis 28, nee, bis 27. Ah, okay. Also bis 27 Jahren ist man noch Jugendlicher.
Im Leistungssportbereich ist man da, hat man da etwas andere Zahlen, aber hier hat man das zusammengelegt bis 26 Jahre. Und das ist noch nicht mal die Hälfte. Das macht also noch nicht mal die Hälfte aus von den Mitgliedern. Ja, und das ist natürlich schon erschreckend, dass man jetzt sieht, also wenn ich mir überlege, dass ja, der größte Teil ist so mein Alter. Wir hatten ja vorhin schon darüber gesprochen, wie es in 10 Jahren aussieht oder wie es vielleicht in 20 Jahren aussieht, wenn man überlegt, dass der lilane und rötlich-lilane Balken, wenn das komplett wegfällt, dann haben wir nur diesen kleinen Teil. Das sind jetzt aber nur die aktiven Sportler. Ja, ja. Mhm. Also die aktiven, wenn man mal sieht, da unten, die Jugendlichen, ganz, ganz, ganz unten die Kurve und da, wo die Spitze ist, da bin ich anzusiedeln. Ja, ich bin nicht mehr so aktiv, aber immer noch. Ja, ja, aber da sind halt wir anzusiedeln. Und wenn man jetzt einfach schaut, dieser ganze große Berg, der wird demnächst weg sein. Und ich habe auch die deutsche Göttingen-Jugend auch schon angesprochen und nach Zahlen gefragt, aber die haben sich da immer rausgewunden und bisher mir noch keine Zahlen präsentiert. Das sagt Andreas gerade, er hat ungefähr 1000 Mitglieder, aber so wirklich Zahlen habe ich bisher noch gar nicht bekommen. Und jetzt warst du bis 2018 im Vorstand und hast gesagt, ungefähr 1000 Mitglieder. Wir vom Sport, so ungefähr 1800 sind wir, ja, sind wir so auch bei 2800 Mitgliedern. Das ist extrem wenig. Und jetzt schauen wir uns mal die Anstruktur bei den deutschen Gymnasien. Sind über 50 Jahre alt. Und 24, also davon sind dann also natürlich die restlichen 26%, 24% unter 50. Und der größte Teil davon ist tatsächlich über 60 Jahre alt. Und dann kommt irgendwann die 50 plus Mitglieder. Das heißt also, spätestens 10 Jahren haben wir ein Riesenloch. Ja, und da sagten schon drei Landesverbände, also Rheinland-Pfalz sagte der Altersdurchschnitt 70, Dresden sagte 70, Saarland 65, 70 Altersdurchschnitt, Baden-Württemberg sagte bei uns, Mecklenburg-Vorpommern sagte, ja, bei uns die Struktur ist auch sehr alt, die Mitgliederzahlen, also das Alter der Mitglieder ist sehr hoch. Also es fehlt einfach die Vertretung der Jugendlichen. Ja, wie ich vorhin schon den Historiker erwähnte, der sagte, dass also zukünftig die Gesellschaft sich komplett verändern wird. Das ist mein Fundament, mein Boden ist schon komplett brüchig. Also, ja, er ist total löchrig mittlerweile schon. Und da überlege ich immer noch, wie kann man da gegensteuern? Also es sind Zahlen, Zahlen lügen nicht, das ist die Realität, die hier an der Wand ist. Wie kann man dem entgegenwirken? Die Zahlen sind tatsächlich auch in unserem Verein, in unserem Sportverein so ähnlich gewesen. Man muss auch sagen, dass Jugendliche ja auch kostenlos Mitglied sein können. Aber es war tatsächlich so, dass der größte Beitrag von den alten Leuten eben geleistet wurde, damit natürlich die Jugend auch gefördert wird. Das ist ja auch ein Gedanke davon. Du
sprachst ja gerade davon, ne, es sind so viele jetzt mittlerweile so alt, aber man darf auch nicht vergessen, früher gab es ja sowas wie Handy nicht. Man hat sich einfach getroffen im Clubheim, hat sich dort unterhalten und das war es natürlich. Und jetzt gibt es eben Handys und soziale Medien und natürlich schreiben die Leute miteinander und die treffen sich dann ganz spontan, von mir aus bei McDonald's. Es ist nun mal so, es ist nicht mehr so zentral. Es wird immer mehr individuell. Und da ist eben auch die Frage nochmal von mir, warum soll ich in den Landesverband gehen, warum soll ich Mitglied werden, was bekomme ich denn dafür? Weißt du, das Geld, das ich da ausgebe, gebe ich schon lieber für ein Bierchen aus. Ja, also um auf eine Frage zurückzukommen, was bekommst du dafür? Gib uns doch einfach mal eine Idee, gib uns doch einen Lösungsvorschlag, was erwartest du denn? Ja, gute Frage. Was erwarte ich? Vielleicht Gesellschaftspflege, Weiterbildungsangebote, Führungskraft oder Führungskräfteseminar oder sowas. Kannst du dir vorstellen, bei der Deutschen Gehörlosen Jugend als für die Finanzen zuständig zu sein? Nö. Ich zeig das nachher. Es geht um Zug, das zeig ich dir nachher. Ja, genau, du hast keine Ahnung, sagst du ja auch. Du könntest dir das schon vorstellen, ne? Klingt ja jetzt so ein bisschen daraus, ne? Aber du machst halt nicht, weil dir das Wissen fehlt. Und da fehlt mir persönlich eben so ein Input für die jungen Leute, dass sie eben solche befähigt werden, solche Aufgaben zu übernehmen. Und auch zur Digitalisierung, da gibt es gar nichts an Angeboten. Ich muss ja selber entscheiden, wo ich mir die Angebote eben einhole. Ich habe mir das alles zusammenklamüsert. Und wenn ich den Kölner Stadtverband vergleiche mit den Düsseldorfer, war das die Thoma meine ich, ne? Die war ja beim Stadtverband Köln in Düsseldorf. Und die Kölner machen gar nichts, ne? Wie viele Angebote gab es in Düsseldorf? Ja, dreimal schon. Ne? Also, wenn ich in Düsseldorf wohnen würde, könnte ich mir sehr gut vorstellen, da Mitglied zu sein. Und weil die auch Angebote schaffen. Ne? Hier in Köln gibt es das nicht. Warum sollte ich hier was zahlen? Ja, es ist natürlich auch immer ganz stark von den mitwirkenden Personen abhängig. Das ist ganz klar. Wie Jan gerade sagte, Zahlen lügen nicht, das ist richtig. Allerdings sind die Zahlen natürlich auch ein bisschen anders verteilt. Also Mecklenburg-Vorpommern sagte, ja, die haben das Problem, ist traurig, aber wahr, die haben schon immer mit dem Problem zu kämpfen. Und da gibt es halt einfach keine Jugendlichen, die man ansprechen könnte. Wenn ich mir hingegen jetzt Nordrhein-Westfalen ansehe, die ganz viele Ballungszentren haben, wo sich mehrere Leute zusammenfinden, dann gibt es natürlich andere Möglichkeiten, was zu erreichen, was zu machen. Wohingegen in ländlichen Gebieten es natürlich wieder etwas schwierig ist. Also da darf man natürlich nicht ganz vergessen... Moment. Natürlich, also deswegen frage ich ja auch, lohnt es sich dann überhaupt, die Landesverbände zu erhalten, wenn es da eh keinen gibt? Naja, aber die Ü70-Leute, die fühlen sich wohl. Das ist deren Heimat. Man kann das doch nicht einfach so wegschieben. Man muss halt einfach gucken, wie man auch politisch, vielleicht auch gesellschaftspolitisch, da Veränderungen herbeiführt. Man darf nicht vergessen, die Menschen sind über 70. Die können natürlich auch nicht mehr so. Und die anderen flüchten halt einfach in die Städte. Also die Jugend. Die Jugendlichen gehen in die Städte, die bleiben nicht mehr auf dem Land. Das ist aber genauso bei Hörenden auch. Das ist ein sozialpolitisches Problem. Und dann hatte ich eigentlich gerade noch ein zweites Thema, aber ich habe gerade so ein bisschen den... Oh ja, Entschuldigung. Nee, ach, alles gut. Wenn es mir wieder einfällt, dann melde ich mich. Ja, ich würde noch mal was sagen wollen. Ja, es ist aber so, also wenn ich mir das auch angucke beim Fußball, da gibt es zum Beispiel Dünnberg, die sind eine starke Mannschaft, Düsseldorf war auch bis vor kurzer Zeit noch stark, ne? Und da sind halt alle guten Leute auch hingegangen, ne? Und
wenn man halt zu viel, oder wenn es zu viele Leute sind in einer Mannschaft, dann gehen die Leute natürlich auch davon weg. Ne? Ich fände es halt besser, wenn eben die Jugend auch in ihrem Verein bleibt und da auch ein bisschen Konkurrenz ist und dadurch kann man auch die Leute in den Ausgangsorten halten, ne? Und nicht diese Star-Mentalität, alle wollen für Essen spielen, das fördert den ganzen Vereinsleben ja auch nicht. Wichtig wäre es ja, ein Ort zu haben, oder damals war es so, ein Ort zu haben, wo sich Gehörlose halt treffen. Mittlerweile gibt es da verschiedene Angebote, Partys und so weiter, wo man sich einfach so trifft. Warum soll man dann in den Gehörloseverein gehen und da sein Geld ausgeben? Also wenn ich jetzt mal von den Jugendlichen noch mal erzähle, die wollen, oder wenn ich mir das anders vorstelle, wenn es ein PlayStation-Fußballturnier geben würde, das organisiert wird, da würden sofort Jugendliche hingehen und das machen. Aber diese Angebote gibt es einfach nicht. Und das ist auch nochmal so, warum soll ich was für etwas zahlen, wenn es keine Angebote dafür gibt? Ja, aber warum könntest du nicht als Jugendlicher jetzt deinem Stadtverband hingehen und sagen, guck mal, ich habe die und die und die Idee, lass uns doch mal was starten, lass uns doch mal was beantragen. Ich sehe einfach, dass die Jugend selber auch gar nicht ja, motiviert genug ist, hinzugehen, um irgendwelche Sachen zu beantragen. Ja, Folgendes Problem. Wir wissen doch auch gar nicht, dass wir Fördermöglichkeiten bekommen können über den Stadtverband. Wir treten einfach aus irgendwann. Wenn es dann aber die Informationen gibt, ne, also quasi von klein auf Sachen beigebracht bekommt, dann macht man die doch auch. Aber wenn man davon nichts weiß, dann macht man das nicht. Ist doch klar, man muss doch da verschiedene Alternativen vorgezeigt bekommen. Und die habe ich halt eh erfahren. Also dann gehe ich halt raus, was soll ich denn da? Ja, ganz kurz, Stefan. Ja, Patrick sagte vorhin, wenn man zu viel Nein sagt, dann macht man etwas kaputt. Das hat er ja verglichen mit dem Baby, was laufen lernen möchte, oder mit den Friday for Future Demonstrationen. Und ich finde halt dieses lebenslange Lernen extrem wichtig, dass man wirklich auch immer lernt und weitergebildet wird. Weil man sonst echt überfahren wird von den Veränderungen, die auf einen zukommen. Zum Beispiel auch diese Krise bei der deutschen Mönchenjugend. Ich habe mich da mal so ein bisschen schlau gemacht und ein bisschen tiefer gegraben und einfach gemerkt, dass die Schulungen fehlten für die Vorstandsmitglieder. Und wenn es natürlich keine Schulungen gibt, um Personen zu stärken, dann geht so ein Verein natürlich unter. Und auch beim letzten Jugendfestival, da waren extrem viele Leute da und habe aber auch schon mal rumgefragt und habe einfach festgestellt, dass die Leute auch gar nicht mehr im Verein Mitglied sind oder halt auch bei verschiedenen Messen. Aber nur ganz kurz, ne? Ja, ich verstehe, was du sagst, Kevin. Aber ich möchte da vielleicht noch mal ein bisschen von weiter weg drauf schauen. Klar, du erzähltest von starken Mannschaften im Fußball. Ja, natürlich, da hast du recht. Viele junge Leute haben ja auch Ideen und wollen ja auch Sachen machen. So ist das ja nicht. Aber man muss das irgendwie schaffen, das ins Vereinsleben zu bekommen. Da muss halt natürlich die richtigen Leute dafür haben. Da hat Stefan ja vorhin auch gesagt, das ist natürlich so. Aber du kannst doch vielleicht in den Verein gehen, da gibt es vielleicht in den ersten beiden Jahren keine Angebote, aber da kannst du halt mitgestalten, du kannst ja da auch Leute ins Boot holen, um dann eben bestimmte Projekte umzusetzen. Und solche Sachen lernen wie, wo stelle ich welchen Antrag und so weiter. Das kommt dann mit der Zeit, aber man muss halt auch den ersten Schritt machen. Und ich glaube, jeder kann da irgendwie mitwirken. Jeder hat Stärken und Schwächen. Aber ich glaube, man muss sich auch diesen, den Prozess stellen. Einige brauchen vielleicht kürzere Zeit, um was zu lernen, andere brauchen eben länger.
Wir hatten ja vorhin auch nochmal das Beispiel der deutschen Gesellschaft. Es ist ja auch nur so, um da was umzusetzen, braucht man vielleicht 3 bis 6 Monate Vorlauf. Das ist doch locker machbar. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, dass die jungen Leute da vielleicht das auch einfach mal versuchen. Der Punkt natürlich mit dem, warum zahle ich denn, wenn ich nichts bekomme? Ja, aber ich glaube, da muss man auch ein bisschen Verantwortung übernehmen und den ersten Schritt wagen, die Ärmel hochkrempeln und es einfach wagen. Und dann, vielleicht nach 1, 2 Jahren ist man dann fit, vielleicht braucht es auch 5 Jahre. Aber natürlich alleine schafft man es eben auch nicht. Man braucht da auch bestimmte Leute, die da zusammenwirken. Und ich glaube, auch zu viele sind nicht gut. Ich glaube, 5 ist eine gute Zahl. Und gemeinsam kommt man da eben weiter. Vielen Dank. Ja, und ich denke, es ist auch ganz wichtig, dass die Jugend nicht einen roten Teppich erwarten kann, wo goldene Wasserhähne sind und sie irgendwie alles auf dem Silbertablett serviert bekommen. Und also da muss die Jugend auch wirklich dran denken, ja, Zähne zusammenbeißen, einfach mal ein Risiko eingehen und schauen, ob man nicht 1 oder 2 Jahre die Geduld aufbringen kann, um etwas zu erreichen. Also dieses Stück weit Eigenmotivation fehlt mir. Ich würde jetzt ganz gerne. Mm.
Ja, also beide haben ja einstimmig geantwortet, dass die Idee gar nicht schlecht ist, haben erstmal nicht komplett abgelehnt, und ich denke, das ist genau das, was wir brauchen. Wir brauchen neue Ideen, wir müssen offen sein für neue Entwicklungsmöglichkeiten. Das ist ja, wie vorhin schon von Patrick gesagt, heutzutage die Freizeit doch hat heutzutage natürlich noch einen anderen Stellenwert, als es früher war. Es sind schon die Leute, die mehr auf ihre Zeit achten. Aber ich kann mir trotzdem vorstellen, dass das entlastend wäre und eine gute Möglichkeit ja, gehen könnte für Jugendliche, wenn man beide Verbände zusammenlegt. Kevin, was sagst du dazu? Ja, ich fände es nicht schlecht. Aber es wäre natürlich mehr Aufwand für den Vorstand. Ich glaube, wenn man die zwei verschiedenen Gruppierungen hat, ist es vielleicht doch einfacher. Ich finde aber wichtig, dass da ein Austausch stattfindet. Also das fände ich schon wichtig. Wenn es konkrete Projekte gibt, die vielleicht auch vereinbar sind miteinander, kann man da ja auch wunderbar gemeinsam was gestalten. Ich fände es wichtig, da die zwei Möglichkeiten zu haben. Die Zusammenlegung, ich glaube, dass also für den Vorstand ist das nochmal erheblicher Mehraufwand. Also so stelle ich mir das jedenfalls vor. Du sagst jetzt gerade, dass es dir wichtig wäre, dass die beiden Verbände auf jeden Fall auch in gemeinsamen Projekten zusammen auftreten. Glaubst du, dass dadurch mehr Jugendliche erreicht werden? Ja, ich meine, wenn man die Verbände zusammenlegt, hat man natürlich insgesamt eine höhere Mitgliederzahl, ja, aber... Ja, das ist eine gute, ja, gute Frage, weiß ich nicht. Der Ricardo, hat nochmal ganz klar gesagt, warum es die beiden Verbände eigentlich gibt, weil es geht da ja ums Geld. Naja, sagte ja auch ganz klar, dass die verschiedenen Wege an Gelder zu kommen einfach auch ein Hauptgrund dafür ist, dass es die beiden Verbände gibt. Weil beide Verbände aus verschiedenen Töpfen finanziert werden. Was ich nur gut finde und auch wichtig finde, ist, dass beide Verbände oder die beiden Vorsitzenden auf jeden Fall sagen, dass sie kommunikationsbereit sind, gesprächsbereit sind und die Türen auf jeden Fall offen sind. Daher finde ich es ganz wichtig, dass zum Beispiel Deutsche Gehörlose Jugend Werbung für den Deutschen Gehörlosen Sportverband machen sollte und auch andersrum, dass man sich auch gegenseitig besucht bei den verschiedenen Veranstaltungen. Allerdings kann ich mir auch, wie gesagt, alleine schon aufgrund der verschiedenen Finanzierungswege naja, einfach gar nicht vorstellen, dass es eine Fusion irgendwann geben wird. Es ist vorstellbar wie mit zwei großen Autokonzernen, BMW und Mercedes. Die würden auch nur fusionieren, weil die beiden Motoren einfach nicht kompatibel sind. Also ich überlege jetzt, wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt Sportler und bin Mitglied in der Deutschen Sportjugend und die beiden Verbände würden fusionieren, ich würde mich fragen, was habe ich davon? Genauso natürlich, wenn ich jetzt Mitglied der Deutschen Gehörlosenjugend wäre, natürlich wäre es vielleicht für den Vorstand entlastend, beziehungsweise andersrum wäre natürlich mehr Verantwortung für den Vorstand da, aber für mich als einzelnes Mitglied, ich überlege, was würde mir das bringen, wenn die beiden Verbände fusionieren? Na, also da komme ich wieder auf den Mehrwert zu sprechen. Ich überlege, was der Mehrwert daran wäre, wenn die Vorstände jetzt ja, beschließen würden, wir legen die beiden Vereine jetzt oder Verbände jetzt zusammen, würden dadurch automatisch mehr Mitglieder kommen? Ja, ich habe ja auch relativ am Anfang ja auch gezeigt, dass auch Demokratie sich auflösen wird, also in jetziger Form, dass viel individueller alles wird.
Wäre es nicht sinnvoll, dann einen gemeinsamen Pool an starken Leuten zusammenzuschließen, damit die eben diese schwierige Zeit besser bewältigen können, sodass eben auch die eben Jugendförderung erhalten bleiben kann? Es ist ja so, Landesverbände stehen ja kurz vor Einstellung ihrer Arbeit. Und da hat ja auch keiner was von. Ja, ich meine, das Problem, wenn man in diesem Verein die zusammenschließt, dann ist auch die Thematik eine unterschiedliche. Und ich glaube auch, dass Meinungen dort auch deutlich differenter sind und Konfliktpotenzial vorprogrammiert ist. Und da ist auch die Gefahr, dass dann durch zu viel Chaos eben so ein Verein auch nicht funktioniert. Ich glaube, wenn da jeder seinen Weg geht mit seinen Stärken, wird das Angebot immer bestehen bleiben, weil man eben so spezialisiert ist. Und was Stefan gesagt hat, wenn die Türen doch offen sind zur Kommunikation miteinander, dann ist es doch wunderbar. Und ein Beispiel, also es gibt jetzt halt auch Städte, die Nachbarsprobleme haben, aber die legen ja auch nicht irgendwelche Ideen und so zusammen, sondern die versuchen ja auch miteinander zu sprechen und gemeinsam das Problem zu lösen. Also wir müssen jetzt wirklich leider die Diskussionen hier auf dem Podium stoppen und dem Publikum noch die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Ich würde also bitten, wer Fragen hat, oder? Ich habe eigentlich nur zwei Anmerkungen. Zum einen, ja, ich sehe das genauso, dass durch die technischen Errungenschaften das Vereinsleben einfach eingeschlafen ist, beziehungsweise die Mitgliederzahlen schwinden, weil die Leute einfach ja, sagen, ich brauche gar nicht mehr in den Verein gehen. Ich sehe das ja an Kindern heutzutage, die so versiert sind im Internetbereich, dass ich persönlich schon teilweise überlege, ob ich ja richtig liege oder nicht. Und Jugendlichen das einfach so machen. Also ich persönlich stehe mal davor und überlege, mache ich das jetzt richtig oder mache ich es nicht richtig? Und die Jugendlichen oder Kinder heutzutage machen es einfach, ne? Also was das Internet betrifft. Und sagen einfach, das wird schon irgendwie, das wird schon klappen, das wird schon funktionieren. Die sind also ein bisschen gleichgültiger. Sie sind nicht mehr so hinterher, Sachen zu hinterfragen und versuchen, das zu lösen. Das ist das eine. Und das andere, zu dem Thema Projekte im Zusammenhang mit Vereinen. Also ich selber zum Beispiel bin im Verein gar nicht engagiert, weil ich es aus dem eigenen Familienhaus kenne, meine Eltern. Also insbesondere mein Vater war sehr engagiert im Verein und hat immer nur Kritik einstecken müssen. Er wurde für alle seine Sachen kritisiert und ja, die Dankbarkeit fehlte auch ganz, ganz oft. Ich glaube, das macht einen Unterschied, ob es ein Verein von Hörenden oder ein Verein von gehörlosen Personen ist. Was mich zum Beispiel sehr interessiert hat, war der ganze Bereich Film. Also MM hat ja auch einen Film produziert und das war ja auch so ein Projekt, ein zeitlich begrenztes Projekt und da habe ich mitgewirkt. Es waren irgendwie so 5 Jahre und es war für mich eine ganz, ganz tolle Erfahrung, die ich sammeln konnte. Also ich kann mir auf jeden Fall gut vorstellen, in Projekten mitzuwirken. So ein Verein, das ist so sehr an Regularien gebunden, wo man immer da sein muss. Ja, ich sehe es genauso, dass Mitgliederzahlen schwinden oder die Zahl der vereinslosen Personen auf jeden Fall gestiegen ist. Ja. Wohingegen ich sehe, dass solche losen Gruppierungen wie Wandergruppen, Fahrradtreffs oder Fanclubs einen hohen Zuwachs von Mitgliedern zu verzeichnen hat. Und ich sehe ja schon, dass die ja, Vereinslosen, so möchte ich sie jetzt mal nennen, auf jeden Fall auch motiviert sind, irgendwo mitzuwirken.
Nur glaube ich, dass einfach die ehrenamtliche Tätigkeit da einfach ja, nicht mehr so angesagt ist. Aber die Vereinslosen da einfach leider etwas mehr werden. Und ich denke, es wäre ganz wichtig, zum Beispiel auch eine GmbH zu gründen. Die Deutsche Gesellschaft für Taubblinde, ich weiß nicht, ob das jemandem was sagt, hier in der Halle, hat 12 angestellte Menschen. Wie viele Angestellte hat der Deutsche Gehörlosenbund? Na, da kann man einfach mal drüber nachdenken. Ich glaube, zwei Stellen, glaube ich, sind es, und die Gesellschaft der Taubblinden hat 12 angestellte hauptamtliche Personen. Ja, und wenn da jemand Interesse hat, ich bin gerne mit Rat und Tat, stehe ich zur Seite. Ich hoffe, ich kann das, ich kann kurz fassen, ich habe nämlich mir einige Punkte notiert. Ich habe auch Fragen, die stelle ich aber dann am Ende. Vielleicht hole ich mal ein bisschen aus. Ich glaube, ein wichtiger Aspekt ist auch Überlebenskampf und Überlebensstrategie. Ich glaube, da spielt die Angst einen ja, großen Teil einfach mit rein, eben in das Thema. Und die Angst entsteht ja im Gehirn, und sowas wie Bequemlichkeit wird auch im Gehirn eben etabliert. Ich glaube eben, dass es nicht so einfach ist, sowas zu überwinden. Da muss man schon oft mit sich ringen und auch die Motivation finden, eben sowas anzugehen. Da wird die Frage, ist Angst vielleicht nicht auch ein wichtiger Faktor, um eben zu motivieren? Das ist ja tatsächlich auch natürlich. Das heißt, müssten wir da mehr Angst schüren, damit die Leute was tun? Ich glaube, es... Oder wenn ich so in die Gesellschaft gucke, es gibt ja ganz viele verschiedene Initiativen, die zum Beispiel durch Flyer an verschiedensten Standorten über bestimmte Themen aufmerksam machen. Also zum Beispiel Tierschutz, ja, da gibt es ja auch ganz, ganz viel. Da wäre natürlich die Frage, wie man da kooperieren kann. Ne? Also einfach, nee, komm mal bitte zu deiner Frage und nicht so lange ausführen. Ich glaube einfach, wenn man da irgendwie einen Zusammenschluss irgendwie schafft, um den Leuten einfach bestimmte Sachen bewusster zu machen. Da wäre jetzt meine Frage, soll man nicht irgendwie einen Flyer entwerfen, initiieren, der eben auch so ein bisschen die Leute wach macht und ein bisschen Angst schürt? Ja, gibt es da irgendeinen hier aus der Runde, der da könnte mal kurz drauf reagieren, also kurz reagieren? Naja, Flyer finde ich persönlich jetzt nicht so klug, weil naja, viele gehörlose Personen ja auch keine sehr hohe Lesekompetenz haben. Und die Angst ist ja sowieso schon allgegenwärtig. Also wer jetzt immer noch keine Angst hat und es immer noch nicht begriffen hat, der tut mir wirklich leid. Ja, noch kurz dafür. Ja, also Lesekompetenz weiß ich jetzt nicht. Ne? Ich meine, da stehen ja auch immer Leute dabei, die informieren ja, die drücken ja nicht nur den Flyer in die Hand. Ich glaube, da könnten wir das auch nicht machen. Ich glaube, da bräuchte man vielleicht eine Person, die da als ja, Hauptperson die Leute schult und dann eben, dass das so eine, ja, als Multiplikator von mir ist auch dient. Wenn einer 12 Leuten was erzählt und die erzählen das jeweils auch 12 Leuten weiter, dann so schafft man eben ganz viel Information in kurzer Zeit.
Vielen Dank. Da kann man vielleicht einfach mal drüber nachdenken. Ja, du kannst mich auf den. Ja, ich wollte aber noch kurz eigentlich von vorher zu dem Taubblinden was sagen. Ja, okay, gut, dann mache ich eben. Eben sagte ja der Herr, dass Vereinslose immer mehr werden. Ne? Und das ist eben das, was vorhin auch schon besprochen wurde. Es sind eben Projekte, die Leute, die wollen was machen, die bieten was an und jeder, der da mitmacht, der zahlt für etwas und da bekommt er sofort etwas dafür. Und das ist im Verein eben nicht so. Ne? Und ich glaube, dass eben diese Flexibilität da ganz, ganz wichtig ist. Ja, oder Angeln zum Beispiel. Angeln ist ein riesen Ding. Da sind die Leute völlig auch bereit dazu, irgendwo hinzufliegen und zu angeln, Fische zu angeln. Ja. Naja, Vereinslose sind ja eher so Menschen, die sind ja so eher diese Normalbürger. Ich finde so irgendwie vereinslos, der Begriff, der ist so ein bisschen nicht so treffend. Ich finde, das, was du beschrieben hast, hat mit Vereinslosigkeit nichts zu tun. Das ist einfach Alltag. Also jeder kann ja machen, was er will. Ich glaube, dass wenn zum Beispiel Vereine 50 Mitglieder verlieren oder so, die treffen sich dann oder kommunizieren in WhatsApp-Gruppen miteinander. Also die leben dann einfach. Und ich denke aber, man muss das auch einfach akzeptieren, dass Leute unabhängig sein wollen, dass Leute einfach nicht im Verein Mitglied sein wollen. Und das muss man akzeptieren und respektieren. Und so funktioniert die Gesellschaft einfach. Und das finde ich vollkommen in Ordnung. Ja, von mir auch nochmal zu dem Thema Projekte. Es gibt ja immer noch diese versteinerten Strukturen von ersten Vorsitzenden, zweiter Vorsitzender, Kassierer. Und es gibt aber einige Bestrebungen, die sagen, diese Hierarchie soll sehr flach gehalten werden, dass man sich auf Augenhöhe begegnet und einfach schaut, wer hat wo seine Stärken und die Leute dementsprechend so auch einsetzt. Dass man also wirklich sagt, man geht auf Projekte, die zeitlich begrenzt sind. Wäre das ein Erfolgsrezept? Ja. Ja, auf jeden Fall, ja. Ja! Ich glaube, das Problem ist, wenn man zum Beispiel mit dem Amtsgericht zu tun hat, dann muss man eben zu dritt irgendwie auftreten, offiziell. Ne? Aber sowas lässt sich ja umsetzen. Ne? Und wenn du was initiiert hast, ich hätte gerne Rückmeldung, ob das so funktioniert hat. Also bei uns im Verband ist das zum Beispiel so, du sagtest gerade, ob das was klappen würde. Naja, also wir haben natürlich auch unsere Satzung, wo wir eigentlich, also offiziell fürs Amtsgericht einen Vorsitzenden, einen zweiten Vorsitzenden, einen Kassierer haben, aber intern haben wir da eine ganz, ganz flache Hierarchie und sind da überhaupt gar nicht mehr so aufgebaut, wie es in alten Strukturen noch so ist. Eine sehr interessante Diskussion, ein ganz interessantes Thema, Gesellschaftsfähigkeit, sind die jungen Leute noch gesellschaftsfähig? Das heißt also, um gesellschaftsfähig zu sein, muss ich Mitglied sein, muss ich ein Ehrenamt bekleiden? Also die Frage kann ich nicht so... Entschuldigung, du hast noch nicht gesehen. Ja, ich kann die Frage nicht so direkt beantworten. Durch Gesellschaft 2.0, ich glaube, es verschiebt sich halt viel. Es gibt verschiedene Faktoren wie Arbeit, Familie und so weiter. Ich glaube schon, dass die Gesellschaft, so wie sie gerade funktioniert, auch durch auch verschiedene Gruppen und Initiativen, das funktioniert. Ich glaube einfach, man muss irgendwie da ein soziales Gefüge noch irgendwo drin haben.
Also ich hatte ja ganz am Anfang unserer Veranstaltung gezeigt, dass die Gesellschaft sich verändern wird und dass wir momentan ganz viele ältere Leute haben, Jugendliche relativ wenig sind und dass, wenn die ältere Generation nicht mehr da ist, dass dann ein Loch entsteht. Man muss halt immer gucken, ob das Ganze überhaupt noch salonfähig ist. Mittlerweile ist man mehr in Richtung Multikulti, man ist bunt, man ist vielfältig und die Hörenden, habe ich den Eindruck, da klappt das schon sehr, sehr gut. Aber wir in der Gebärdensprachgemeinschaft, wir haben eine andere Kultur, wir haben eine andere Sprache und ich denke, das kann man einfach nicht eins zu eins übertragen von der Gesellschaft der Hörenden. Und ich habe halt ein bisschen Sorge, dass wir in 10 Jahren noch weiter auseinanderdriften. Wir sind ja schon sehr weit weg voneinander und ich mache mir da tatsächlich große Sorgen, ob denn irgendwann ja das ganze gesellschaftliche Leben der Gehörlosen komplett einstürzt. Also man kann es natürlich jetzt an der Stelle so noch gar nicht beantworten, das ist ganz klar. Wir können eigentlich in die Zukunft schauen. Aber eine Möglichkeit wäre zum Beispiel diese Projektarbeit. Aber ist das etwas, was auf Dauer hält? Das ist natürlich immer diese große Frage. Und man muss halt einfach überlegen, wenn Leute ja, auf sich alleine gestellt sind, sind sie dann überhaupt gesellschaftsfähig? Weil zu einer Gesellschaft gehören natürlich immer mehrere Personen, man ist nie alleine in einer Gesellschaft. Und natürlich können wir hier heute an der Stelle die Frage nicht zu 100% beantworten, auch nicht nach unserer Podiumsdiskussion. Aber es ist einfach nur ein Appell an die Jugend, doch bitte an die Zukunft zu denken. Wir haben Vertreter der Jugend hier auch oben sitzen und ich hoffe, sie konnten einige Eindrücke gewinnen und haben einige Denkanstöße bekommen, konnten einfach mal schauen, wie es aussieht und hoffe, dass vielleicht Kevin, du sagst morgen, okay, alles klar, ich werde mich jetzt auch ehrenamtlich engagieren. Und da würde ich mich natürlich wahnsinnig freuen, wenn du da unterstützend eingreifst, aber abschließend beantworten kann man das Ganze natürlich nicht. Wir sind natürlich eine kleine Gruppe in Deutschland und wir müssen natürlich als Gehörlose auch zusammenhalten. Alte und Jung müssen eben zusammenarbeiten, um da weiterzukommen. Wir sind nun mal eine Minderheitengruppe, wir sind eine sprachliche Minderheit. Wir sind nicht eine offiziell anerkannte Gruppe im Prinzip, wir sind im Prinzip wie Indianer. Ja? Wenn wir da auch gesetzlich gestärkt werden mit unserer Sprache, können wir auch mehr wirken. Oftmals ist es ja auch so, dass viele Einzelne auch hochkommen und versuchen, irgendwas zu gewährleisten, aber die Wälder halt, schaffen es halt nicht allein. Wir müssen halt alle an einem Strang ziehen, um eben das Ziel zu erreichen, um weiterzukommen. Wow. Mal eine Frage: Was braucht ein Landwirt, um erfolgreich zu sein? Er braucht guten Boden, er braucht eine gute Aussaat und er braucht natürlich das passende Wetter. Wer hat sich gerade gemeldet? Genau, ja. Egal. Es trifft auf uns alle zu. Fertig. Gesellschaftsfähigkeit, ja, nein. Wir hatten hier natürlich verschiedene Diskussionsansätze und ich sage ja, wir sind auf jeden Fall gesellschaftsfähig. Weil wir wissen, was wir brauchen. Wir brauchen die Gebärdensprache. Das ist das, wofür wir kämpfen. Wir brauchen eine gewisse Flexibilität im Verein, zum Beispiel Projekte, die wir angehen. Wir müssen neue Konzepte entwickeln und uns ist klar, dass das Vereinsleben umstrukturiert werden muss. Das Risiko ist immer da, aber man muss die neuen Wege auch gehen gemeinsam. Also vor 30 Jahren waren die Wege ganz andere, als es heute sind. Und 30 Jahre ist ja schon fast wie so ein kleiner Wimpernschlag nur. Und die Zeit ist jetzt gekommen, um tatsächlich neue Wege zu gehen. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir gesellschaftsfähig bleiben und erfolgreich werden. Ja, vielen Dank für die Diskussion. Wir müssen jetzt aus Zeitgründen langsam zum Ende kommen. Ich danke meinen Podiumsteilnehmern.
Teilnehmern, dass sie teilweise weite Wege auf sich genommen haben, um heute dabei zu sein. Ich habe gesehen, wir könnten noch lange, lange weiter diskutieren, müssen an der Stelle schließen. Wir haben die ganze Podiumsdiskussion auch filmisch festgehalten. Ah, ich musste diese Gebärde, den Namensgebärde für die Deutsche Gehörsunion noch ein bisschen lernen. Wir haben auch gefragt, ob Sie irgendwelche Filme hiervon bekommen. Also es ist so, dass wir auf jeden Fall alles aufgenommen haben. Das wird später mal veröffentlicht. Die Deutsche Gehörsunion-Sportjugend feiert 40-jähriges Jubiläum. Die freuen sich auch über einen kleinen filmischen Beitrag hier. Und ich freue mich auf jeden Fall nachher noch mit einigen ins Brauhaus zu gehen und noch weiter zu diskutieren. Und jetzt möchte ja, Thema Dolmetscher. Herzensangelegenheit oder Business? Wir möchten dieses Thema wirklich sehr gerne angehen, auch wenn es ein sehr heißes Thema ist, vor dem Hintergrund der kulturellen Aneignung oder Dolmetscher, die jetzt dann vielleicht gerade erstmal den Abschluss geschafft haben, aber direkt ein Gehalt eines Managers kassieren. Obwohl sie zum Beispiel nicht voicen können, dann kommt natürlich auch der ganze ehrenamtliche Bereich dazu, über den wir heute Abend auch schon lange gesprochen haben, gehörlos. Es gibt Personen, die ehrenamtlich hörenden Personen Gebärdensprache vermitteln und wenn sie dann ihren Abschluss haben, wollen die Gebärdensprachdolmetscher wiederum Geld von uns haben fürs Dolmetschen. Also es werden einige Dolmetscher mit dabei sein bei dem nächsten Mal. Lasst euch einfach überraschen. Ich lade euch natürlich auch an der Stelle herzlich ein zur nächsten Veranstaltung und wünsche denjenigen, die ich gleich nicht mehr sehe, eine gute Heimfahrt, ein schönes Wochenende. Bis dahin. Ja.